Das. So, hallihallo. Hi, Hallöchen. Hallo. So, wieder eine kleine nette Runde. Sebastian, du hast, hat dich Maria schon instruiert, was wir geschafft haben in der letzten Zeit oder noch nicht? Nicht wirklich richtig. Ich habe nur gesagt, dass ich Beete angepflanzt habe. Okay. Ist mir nämlich eingefallen. Ja, Mhm. nicht. Okay. Und ich habe aus Versehen ein bisschen was von einem Beet kaputt gemacht. Ach, Holger, Mensch, Mensch, Mensch. Das sagst du mir jetzt so einfach ins Gesicht. Ja, ich bin ehrlich. Augenscheinlich tut er das. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Er ist Es tut immerhin mir ehrlich. leid. Achso, und ich habe eine Metall, Hacke, Sebastian. Oh, du hast eine Brauchst du? Metallhacke. Ja, ich habe mal den Thomas gefragt, ob der sowas kann, machen kann. Und er hat gesagt, ja. Ja, das ist natürlich noch besser, glaube ich, als das, was ich habe. Ja, hast halt, musst weniger oft reparieren, ne? Aber das Blöde ist, du brauchst halt mich immer dafür zum Reparieren. Das Ist ist halt so natürlich ein. dann wieder so. Genau, das ist halt so ein, naja, das eine und das andere, Ja, ne? wenn man irgendwann mal genug Ressourcen Punkte hat, kann man haben. ja wirklich sagen, man hat von allem zwei, ne? Ja, oder so, aber man kann ja sagen, So. man hat von allem zwei. Das heißt, wenn es kaputt ist, packt man es einfach in eine Kiste und wenn du dann mal irgendwie Zeit und in der Nähe bist, reparierst du es halt einfach und packst es in die Kiste zurück und dann holt sich jeder sein Zeug wieder raus. Redest gerade Ja. deutlich lauter, oder? Kann das sein? Ich höre dich jetzt über Sebastian. Entschuldigung. Du brauchst ja nicht so laut machen. Das macht ja das Discord tüdelt das schon auf die richtige Lautstärke dann. Brauchst du keinen Kopf machen. Ich rede doch nochmal. Schreist! Oh. Ich halt einfach die Klappe. Ist mir da egal. Macht euer Ding alleine. Pah. Was? Oh, scheiße. Nicht. Ja, okay, gut. Ach, schön. Tat So. gut. Huch. Ich habe Discord noch an. Und noch nicht leise gemacht. Das ist ja Sauerei. So. Na. Rausgeflogen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, irgendwer fehlt. Ja. Ja, ne? Wenn der Browser was anderes vorhat. Okay, gut. Dann ist Achso, alt das. Sebastian macht die volle Arbeitsleiste. Alt? Wenn du alt drückst, Einfach kannst du die alt drücken, wenn Arbeitsleiste du so voll irgendwelche machen. Arbeitslosen. Oder So so. viel du halt bezahlen musst oder wie viel du halt im Magen hast. Okay, das ist natürlich noch besser. Dankeschön, Dankeschön. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Oh, Glas. Ja, da wurde ich angeschnauzt vom Thomas, dass ich das Glas verbrauche für die Gebäude hier. Da habe ich gesagt, das verbrauche ich gar nicht für die Gebäude. Ich brauche nämlich kein Glas. Ich bin nämlich so ein toller Gärtner, Baumeister. Ich brauche kein Glas, um Glasfenster zu machen. So ein toller Gärtner. Ja, also total super Gärtner, ne? Okay, ich habe irgendwie bei meiner Jobbeschreibung nicht aufgepasst, scheinbar. Ja, ihr seid alle doof, seid ihr. Das habe ich vermisst. Ja. Sagt noch mal bitte kurz was. Was so? Was? Oh, ihr seid deutlich lauter als ich. Moment. Wir reden aber normal. Es tut mir leid. Ja. Naja. Also Also. ich tue jetzt auch noch nicht brüllen. Aber ich glaube auch, dass Discord irgendwie insgesamt lauter ist, weil ihr seid für mich auch viel lauter als normal. Ja. Ja, kann ja sein. Alles gut. Aber ich musste euch dann erstmal korrigieren. Thomas, hast du eigentlich weitergespielt, so nochmal, für Nein. dich so ein bisschen? Nein.
Weil so viele Tiere rumwuseln. Nein, ich habe nichts weiter gemacht. Ich stand genauso hier unten wieder mit dem einen Tailing in der Hand und so weiter. Ich hatte überlegt, ob ich noch mal was mache, aber ich habe es nicht getan. Ist ja wieder richtig was los. Nö, ist ja alles gut. Ja, ja, sagst du jetzt. Ich kann mich noch nicht entscheiden, auf was ich als erstes ziele. Weil ich so viel rumlaufen. Guck mal auf die Map, dann siehst du, was am meisten da ist. Mhm. Also Sebastian, ja, wir haben jetzt Mechanics bekommen. Ja, also dieses Buch dazu. Da bin ich jetzt schon dabei. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Maschinen gebaut, die uns besser die Erze verarbeiten. Wo wir also deutlich weniger Erze brauchen und aber auch deutlich weniger Abfallmaterialien bekommen, sozusagen. Das ist jetzt hier schon am Laufen, zumindest für Eisen. Für Kupfer geht das noch nicht. Also das bessere Zerstampfen geht, aber nicht das bessere Auswaschen, damit wir es dann brennen können. Dafür bräuchten wir erst eine noch wieder weitere Verbesserung und das dauert noch ein bisschen. Okay. So, dann haben wir aber gerade noch Glassworking, also sprich Glasarbeiten. Hast du ja auch schon gehört. Die ersten Sachen mit Glas werden ja schon erzeugt sozusagen. Das brauchen wir jetzt auch, um dann entsprechend in Zukunft weiter voranzukommen, bessere Upgrades zu machen für uns und so weiter und so fort. Weil die ganzen Tische, die jetzt hier Advanced Upgrades brauchen, da können wir ja derzeit nur Stufe 1 machen. Und ja, wenn ich dann Glassworking Stufe 4 irgendwann mal bekomme, das dauert noch ein Stück, dann können wir da auf immerhin Upgrade Stufe 2 gehen. Und wir brauchen noch für andere Sachen, für andere Maschinen und Co. brauchten wir jetzt auch noch einiges an Glas, deswegen. Ja. No? Also, dass du da erstmal auf dem Laufenden bist. Im Stand der Dinge bist. Genau. So, prinzipiell könnte ich auch in Zukunft schauen, das müssen wir dann mal überlegen, ob das für uns interessant und wichtig ist, dass ich auch Stahlwerkzeuge herstelle oder so, weil das kann ich auch. Das Advanced Smelting haben wir ja schon als Buch gehabt und das habe ich auch schon gelernt, weil es ja zu meinem Smelting dazugehört und sowas. Ja. Also müssen wir mal gucken. Die halten dann natürlich noch ein bisschen länger aus, ne? Also ich glaube, die haben dann bei den meisten so eine 1000er Haltbarkeit und die Steine sind, glaube ich, eine 100er oder sowas. Die Eisen 500. Müssen wir mal gucken. Okay, hört sich schon mal auf jeden Fall gut an. So, das Haus haben wir ein bisschen weiter gebaut, wie du eventuell siehst. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin jetzt erstmal nur hingerannt. Oh ja, holla die Waldfee. Sieht das langsam aus wie so ein Luftschiff. Ja. Oder irgendwas so. Ja. Wir haben uns ein wenig von Bioshock Infinite inspirieren lassen. Nach oben. Weißt du, die haben ja auch fliegende Häuser gehabt. Da haben wir einfach gedacht, ja, komm. Machen wir auch. Sehe ich schon, sehe ich schon. Genau. Also, ja. Sind ein bisschen vorangekommen. Sagen wir es mal so. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern schon ordentlich. Mal so sagen. Muss ich mich erstmal jetzt hier Kram zurechtfinden? Ja, find dich Kram erstmal zurecht und dann. Der Chat muss das mal beobachten, ob ich das wirklich sage oder so, also wenn Leute uns zuschauen. Schrei mal nicht so rum, ich höre dich fünfmal. Ja, ich weiß. Ja, dann. Ich habe eine gar liebliche Stimme. Nee, das habe ich nicht gesagt, die ist laut. Ja, das ist doch das Gleiche. Lieblich, laut, beides mit L.
Nein. Doch. Achso, hier geht's auch noch nach oben. So, bist du jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Also bis ich bin jetzt bis zum 30. bin ich in Leipzig, ja, genau, ja. Und ich werde größtenteils ja entweder bei Maria oder bei mir halt, also logischerweise bei mir, weil ich ja noch einiges zu tun habe in dieser Wohnung. Sehr viel. Wir haben heute schon einiges geschafft. Aber ja, also sehr viel bei mir und gegebenenfalls nachmittags immer bei Maria. Naja, alles ist gut. Das heißt, wir, ist du mit Sina oder ganz alleine? Oder? Nee, nee, in dem Falle bin ich, also hilft mir Maria und der Papa mit beim Ausräumen. Demnächst, aber der okay, ist noch nicht demnächst, da. Er ist jetzt noch nicht da, muss man auch dazu sagen. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit, wie gut wir vorwärts kommen. Also wir haben heute echt sehr viel in der Wohnung schon geschafft, ja, für die Zeit, die wir da waren. Sagen wir es mal so. Und dann gucken wir mal. Ja. Das ist immer. Ich Schlafzimmer haben wir jetzt mit meinem riesigen überdimensionalen Kleiderschrank. fasziniert. Den haben wir von den drei möglichen riesigen Fächern haben wir jetzt ist auf zwei sehr dünn besiedelte Fächer schrumpfen können. Und ja, auch mal gucken. Also wir werden sehen. Ach, der Blinde zum Taubsturm. Wann musst du denn raus sein, komplett? Ich habe zum Anfang Dezember gekündigt. Also Anfang Dezember, aber es wird wahrscheinlich eher zum Anfang Januar zählen und dementsprechend wird die Kündigung erst im März. Genau, ich habe heute vergessen, im Briefkasten zu schauen, das war blöd. Ja, abgeschickt ist abgeschickt und das heißt zum Monatsende eigentlich immer. Also wenn du das noch im Dezember gemacht hast. Digital nicht. Digital habe ich es nicht weggeschickt. Ich habe sozusagen, wie soll man es beschreiben? Ich habe eingegeben LWB-Kündigung. Ja, nee, auch nicht. LWB-Kündigung, dann bin ich auf eine Seite weitergeschickt worden, wo ich mehr oder minder ein Formular ausfüllen musste, das aber nicht von der LWB ist, sondern scheinbar von einer Firma, die bei der LWB arbeitet oder angestellt ist. Dann habe ich alles eingegeben, alle Daten und dann, ja, habe ich sozusagen gesagt, bitte per Brief abschicken, musste dann nochmal bei PayPal ein paar Cent bezahlen und dann, ja, hieß es, ja, wir schicken es ab. Okay. Okay. Was es nicht alles gibt heute. Ja, mal gucken. Also vielleicht war es ja auch blöde, die Idee, aber das wird man dann halt sozusagen sehen. Also wird vielleicht auch sozusagen was anderes, also was anderes vielleicht wegschicken müssen, aber ja, wir werden jetzt erstmal gucken. Also. Mist, ich wollte unten Iron. Maria, du hast jetzt wieder ein bisschen Fleisch zum Verwursten. Sehr schön. Maria hat sich danke, übrigens danke. Gestummt. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe aber nichts gesagt. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass das etwas lauter wurde während seiner Erzählung. Deswegen dachte ich mir, bin ich mal so freundlich und frei. Sehr. Sehr. Ich habe ihn eigentlich ständig doppelt gehört. Also ich weiß nicht, wie es Holger ging, aber... Ja, ja. Von, ich habe ihn mal ein bisschen ab und zu gehört zu eigentlich ständig.
Das Lustige war gerade, wo ich dich jetzt kurzfristig stelle, also ne, wo ich gucken wollte, ob ich vielleicht kurzfristig per Hotkey jemanden einzelnes stummschalten kann. Genau dann hast du es selber stummgeschalten. Guck mal, das war Gedankenübertragung, ja, würde ich sagen. Ja, aber echt? Weil das Schöne ist ja hier, nicht wie bei Teams, dieser tollen professionellen Kommunikationslösung, dass man ja hier für sich selber Leute stummschalten kann und nicht für alle. Und da hätte ich gedacht, wäre das ja eine super Möglichkeit gewesen. So. Weil das ist nämlich toll. Bei Teams ist das so. Ja? Ich meine, ist ja nur eine professionelle Software, ne? Die muss ja nicht gut sein. Kappa. Und da ist es nämlich zum Beispiel so, dass du nicht separat irgendwie einstellen kannst, so für mich ist der jetzt 70% laut oder so. Nee. Gleichzeitig kriegt es das Dings aber auch nicht hin, das ordentlich zu normalisieren. Das heißt, der eine ist wirklich teilweise übel laut, der andere ist ziemlich leise. Das ist schon mal übel geil. Hm. Und dann, wenn einer ständig irgendwie reinatmet oder sowas, kannst du ihn nur für alle stumm schalten. Nicht für dich selber. Das ist blöd. Ja, so viel zu. Das ist eine ganz tolle professionelle Geschichte für, das muss jeder zum Arbeiten benutzen. Dreckstool. Ey. Ich habe ein paar Unlocks. Das kann ja wohl nicht verkehrt sein. Ja. Sebastian, wenn für dich irgendwas ansteht zu tun oder so, dann sag Bescheid, ne? Also, ja, ich muss jetzt erstmal hier schauen. Ich hab schon zu Maria gesagt, ich würde heute mal ein bisschen hier oben bei mir um mich um meine Hütte kümmern. Ich probiere mal gerade mit einer Hütte dort zu bauen für mich, wo ich dann auch sowas wie Saatgut reinschmeiße. Und auch einige Werkzeuge. Probeweise. Das ist doch sehr nah. Alles jetzt hier. Sieht ja auch so ein bisschen danach aus, dass einige Felder echt gut gewachsen sind. Mal schauen gleich hier. Weiß noch jemand, was ich zuletzt bauen wollte? Ich glaube, ich wollte diese Pisten bauen, oder? Also die Zylinder. Für was wollte ich die Zylinder bauen? Das ist eine gute Frage. Mist. Ich weiß es halt gerade wirklich nicht mehr. Für den Zement? Vielleicht für eine neue Maschine. Ja, deswegen gucke ich ja gerade, aber... Holger, könntest du mir mal bitte zwei Kisten bauen? Ja. Kann ich bauen. Ich brauch Kramkisten, sonst kann ich gar nichts machen. Stimmt, ich wollte die Assembly Line bauen. Oh, und da brauche ich eine Steam Engine. Für die Steam Engine brauche ich die Pistons und boah, alles klar, ja, das so wollte ich das machen. Boah, ist das. Uff. Zwei Kisten. Braucht rohes Holz. Kann man das nicht? Ich hätte, wie viel brauchst denn du? Ich hätte, glaube ich, 15 im Lager insgesamt. Nee, das ist schon okay so. Das muss dort auch bleiben. Das brauche ich für Pfeile. Ah, okay, gut. Ich habe schon genug Holz hier rumliegen, aber das ist halt ein bisschen umständlich zu machen. Alles gut. So, wisst ihr eigentlich auch so für euch, dass ihr die einzelnen Storages, wie sie dann untereinander angeordnet sind, dass ihr die verschieben könnt. Wisst ihr das? Nö. Ich hab's gerade bei dir gesehen.
Weil das, also mir hilft das wahnsinnig, wenn ich dann verschiedene Sachen habe, gerade jetzt hier bei unserer Mehrstufigkeit und sowas, dass ich dann echt hergehen kann und kann die Sachen, die so ein Vorprodukt produzieren in der anderen Etage und die, die ich hier habe, die kann ich dann so schön nebeneinander hinklatschen und dann, weißt du? Wie machst du das? Entschuldigung. Du packst die einfach hier an, also wenn du hier über den Namen dann drüber gehst, hast du das Handsymbol und dann kannst du es einfach schieben und da, wo dieser grüne Strich dann ist, da drunter wird er erst dann hinlegen. So. Mhm. Alles klar, danke. Bitte, bitte. Eine Minute, Sebastian. Sehr gut. Ich musst du zu mir ins Haus kommen, an mein kleines Haus. Das ist kein Problem. Deswegen wollte ich, alles klar, okay. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Weil ich jetzt hier wieder so dermaßen viel Eisen brauche, wollte ich mich erstmal jetzt komplett mit darum kümmern, Eisen wieder herzubasteln. Stimmt. Mhm. Weil wir haben keins mehr und damit müssen wir jetzt wahnsinnig viel haushalten, sozusagen. Deswegen. Hier ist ein Reh bei dir. Ja. Natürlich, klar, hier unten, tief in der tiefsten Mine von Moria, die es hier so gibt. Klar hängt da ein Reh unten rum. Klar. Ja, warum auch nicht? Ich glaube, ich komme mal vorbei. Das kannst du machen. Das Reh kommt übrigens gerade hoch, also vielleicht auch nicht oder vielleicht auch doch. Jetzt hat es mich auf jeden Fall erstmal hier ins Dings reingebackt. Danke, Reh. Ja. Das Mistvieh. Ja. Sind wir auch flink unterwegs. Ich wollte es nur abschießen. Jetzt hat es einen Pfeil im Hintern stecken und rennt aber weg damit. Ja, das ist total. Miststück. Was soll das? Ne? Fragt man sich dann. Lässt sich noch nicht mal abschießen. Das ist Schweinerei. Das ist, ja, ist es auch. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. So ein Mist. Aber es ist raus aus der Mine, das ist schon mal gut. Ja, ja. Komm mal wegen den Kisten. Ja. Hast du? Nee, noch nicht. Einen Moment, keine. Das denn jetzt? Ich muss ganz kurz was essen und dann. Ach schon. Das Putzige ist, ich brauche jetzt irgendwas, was fast nur Carbs hat, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Das, was wir sonst immer zu viel hatten. Ich mische das zusammen. Kann ich auch gerne was machen, wenn du möchtest. Ich glaube, irgendwelche Brote oder sowas habe ich auf jeden Fall rumliegen. Genau, ich habe hier so ein Bannock gefunden. Das würde eigentlich ganz gut, ganz gut passen. Genau, das ist dieses Brotzeug. Hm? So. Nehmen wir das komplett oder braucht das jemand? Ich kann welches herstellen, so ist es nicht. Also. Ja, weil ich jetzt halt wieder viel abzubauen habe, ne? Und das wird wieder einiges an Kalorien fressen. Ja, ich könnte auch wieder Carbs gebrauchen. Gut, ich produziere. Ja, nur Carbs, weil ich habe gerade ein sehr starkes Carbs-Defizit, aber weil wir haben andere Sachen, zum Beispiel die Tomaten, die haben ja auch noch andere Sachen mit dabei. Also wenn dir das. Ja, ich habe die Carbs, also auf 5,1, das mit den niedrigsten Werten, danach kommt 5,4 mit Vitamin und 5,4 mit Fett. Brauche auf jeden Fall mehr Vitamine. Okay. Dann vielleicht die Fruchtmuffins nehmen. Und auch welche da sind, ansonsten produziere ich welche. Mhm. Sonst tue ich dir gleich oder was rein, Holger. Von den Broten. Ja, das wird schon gehen. Ich suche mir einfach was Passendes raus. Storhake.
Und die Tomaten, die hier rumhängen, ne? Ist der Wahnsinn. Du meinst generell bei uns in der Spielewelt? Ja. Ja. Wir haben so unglaublich viele Tomaten hier rumhängen. Ja, ja. Einen Moment. Ja, die wachsen ja auch übel schnell wieder nach. Also ich glaube, da ist ja noch Tomaten, irgendeine ist Einstellung, krass. Ist da nicht ganz in Ordnung. Soll ich die dann jetzt eigentlich deswegen trotzdem immer abernten, oder? Das musst du im Kopf fragen. Weil ich sag mal, Tomaten haben wir, glaube ich. Tomaten haben wir erstmal genug. Gut, dann. Also erstmal reine verarbeitete Tomaten, die so ein bisschen Kram haben, das haben wir ja. Rohe weiß ich jetzt nicht. Das muss dann Maria sagen. Okay, hast du auch genug. Gut. Also ich habe rohe Tomaten, habe ich derzeit 412. Ach, doch. Sollte das noch reichen? Ja, das, Ja, ich sammle immer mal wieder welche, wenn ich irgendwie so denke, oh, komm. Na, aber das ist ja kein Akt. Ich habe doch aber eigentlich Lager, den Titel geändert. Ist geil. Sauerei? Hat er nicht gespeichert? Ja, stimmt. Steht noch Senua da. Sauerei. Okay, richtig, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich schreibe nochmal was anderes rein. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht so viel ändern brauchen. So. Ja, mal gucken. Aber danke, Sky, fürs Sagen. Hält da jetzt immer ja durch. Hab ich gesehen gestern. Mhm. Das Ende killt mich immer noch. Also. Nicht verraten, ich hab's noch nicht zu Ende gespielt. Alles gut. Aber, okay. Ich habe nämlich deswegen nur gelurkt. Ah, okay. Du hast extra stumm gestellt, damit ich nicht zu einer Story mitbekomme. Aber darf ich von einem Lied aus dem... sehr gerne. Aus dem Credits erzählen? Ja. Also das eine Lied, was dort... Oder es kommen ja zwei Lieder. Das eine ist ja nur eine Melodie. Und die Lieder könntest du gegebenenfalls bei mir schon mal gehört haben im Auto. Ja, ich weiß nicht, ob dir V&V Nation was sagt, als Gruppenname sozusagen. Also es ist halt eine Band, ne, die macht entsprechend, wie sagt man das? Alternative ist es ja auch nicht. New Wave oder sowas in der Richtung. Mhm. Also auf jeden Fall halt ne, so düster, aber halt nicht nur Gitarre oder so, sondern eher viel mehr elektronisch. Und aber sehr, sehr, sehr melodisch und sehr halt situations- und stimmungsbezogen sozusagen, ne? Mhm. Also sehr ausdrucksstark aus meiner Sicht. Und ja, da gibt's halt ein Lied, was ziemlich am Ende dann schon kommt, was nur Melodie ist. Und da habe ich schon gedacht, boah, das passt ja mal so dermaßen gut. Und dann kommt noch ein Lied, was sowieso eine richtig krasse Backstory hat, weshalb es das Lied eigentlich gibt. Also es ist nicht für das Spiel geschrieben worden, aber es passt halt so gut dazu. Und boah, da hat's mich gekillt. Da habe ich dann echt nochmal die Kamera ausgemacht und habe es einfach nur laufen lassen, weil... Boah. Genossen. Ja, das war einfach zu... Es ist einfach zu schön, um da drüber zu quatschen. Und andererseits ist es halt so bedeutsam... für mich aufgrund der Backstory und überhaupt, dass mich das mit dem Ende zusammen hat mich halt einfach nur gekillt. Ich hing da, übelste Tränen im Gesicht, liefen komplett runter und alles. Das war ein bisschen viel. Schön. Ja. Also es ist geil, also kannst dich drauf freuen. Sehr gut. Wo steckst du gerade? Also wie weit bist du gekommen? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, weil mich das immer sehr beschäftigt. Also in Form von, dass es mich sehr anstrengt, weil ich ja nicht so dieser Glocken-Ausweichen-Mensch bin. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich
Nein, nein, nein. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Also ich bin Okay. durch den Traumtypen durch und jetzt war ich irgendwie bei irgendwelchem Feuerzeugs, aber ich kann es dir echt nicht Im sagen. Dorf. Ich müsste es mal wieder anspielen. Okay. Ich weiß es echt gerade nicht. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Ich fand's bloß so gut. Der Arken, der hatte mich vorher, oder ich weiß gar nicht, wo ich es angefangen hatte oder noch bevor ich es angefangen hatte, das weiß ich gar nicht. Hat er mir geschrieben gehabt, so, ja, hier, und ich habe es ja auch angefangen, aber ich habe dann irgendwann Gerage quittet, weil da ist dann so Oh. eine. So ein Raum, und da wusste ich dann nicht mehr, was ich da machen sollte und wie ich da weiterkomme und was, was. Ich erzähle jetzt extra nicht, was dort ist, damit ich dich nicht annähernd spoilere. Und dann kam ich auch irgendwann zu der Geschichte gestern und hab's dann halt einfach durchgemacht. Kam halt einfach irgendwie dort lang und ne, first try nicht gestorben und so weiter. Und irgendwann kam er dann wieder Ja. in den Stream rein, weil er gerade hier Abendbrot gemacht hat mit seiner Freundin, dann Abendbrot gegessen und dann noch ein bisschen Quality Time und so, ne? Hat das quasi nicht live mitbekommen, sondern dann danach gefragt, und ach hier, da bist du, okay. Oder nee, wo bist denn? Naja, hier nahezu am Ende. Ach so, das heißt, du bist an dem Ding dran vorbei? Ja. Wie hast du das geschafft? Ich so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall first try Wurscht. ohne zu sterben. Er hat mich gehasst. Ich kann nicht voll und ganz nachvollziehen. Alles Er gut. hat mich gehasst, ja. Das hatte ich bei Black Innocent, ne, Blacktail Innocent Ach, gehabt. Da war auch ein Kumpel. Ganz am Anfang, da hast du doch diese Wegrennszene, Ja. wo du durch den Wald rennst und die bösen Buben dich da fangen und was weiß ich alles. Der Kumpel hat das vor mir gespielt. Und der ist da gerannt und jedes Mal gestorben, gerannt, jedes Mal gestorben, gerannt, jedes Mal gestorben. Und da war noch Mixer aktiv, ne? Das ist schon eine Weile Ja, her. ja, Und da habe ich es darüber gestreamt und dann gesagt, ach so, jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Und wehe dem, du schaffst das gleich beim ersten Mal. Ich gerannt, durchgekommen, fertig. Ich so, ne, so, boah, halt ja die Klappe, ey. Ich sag gar nichts. Es ist immer, sowas ist Ich habe immer mich einfach extrem nur gefreut. gut. Das ist so purer Hass. Auch dieser Ritter, weißt du, wo du mit der Steinschleuder die Rüstungsteile abschlagen musst vor der Kirche. Ja. Genau dasselbe. Oh, der hat mich so gehasst, dass ich auch gleich beim ersten Mal gepackt habe. Ja, den habe ich aber auch beim Ups. ersten Mal hingekriegt. Da war ich auch ein bisschen stolz. Ups. So, ich bringe Pflaumenonkels hier Muffins runter. Pflaumenonkels. Schubi. Okay. Ja, Pflaumenonkels, kennt ihr die Erkennst du dich? nicht? Nee. Besonders wenn es Blaubeermuffins sind. Okay. Alles Wo klar. sind die jetzt hin? Ach da, es sind nur noch 31 Stück drin, warum sagt mir das keiner? Von was denn? Das schöne Mehl. Ich weiß doch nicht mal von was. Ich habe doch nicht mal reingeguckt. Ne, von den Muffins. So, ne, da war ich gar nicht drin. Sag mal. Mal. Das jute Mehl. Ich brauche einen neuen Mahlstein. Der Mahlstein braucht Mal. zu lange. Was hast denn du jetzt für ein Ich Mahlstein? Achso, gucke. diese Milling-Thema, ne? Hast du jetzt. Ja. Warte mal. Ich guck mal kurz. Wir haben nur einen und der braucht zu lange. Was hier drinnen, ne? So. Hier dieses Flau, dieses ganz normale. Ja, genau, der links da neben der Ah, Sägemühle ist. Mist. Okay, das kannst du wirklich nur hier drinnen herstellen. Ich dachte, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Zukunft, eine bessere, wo du sowas herstellen kannst, aber. Möglich, ja. Aber es gibt es anscheinend nicht. Warte mal. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Okay, gut. Das klappt also. Das klappt. Wir haben dich noch dreimal gehört, ist kein Problem. Du brauchst noch so einen neuen Milling, so einen Millstone. Hergestellt? Hab ich doch bestimmt hergebaut, oder? Das finde ich schade, dass man das nicht einfach suchen kann. Also, ne, du kannst dich hier durch deine Dinger hier durchtüdeln. Das habe ich schon lange reklamiert, dass das Kacke ist. Das ist halt echt doof. Dass du den nicht irgendwie suchen Ist ja nur kannst. dieselbe. Das kriegen wir doch hin.
einfach hier so ein kleines, weiß ich nicht, Glossar oder wie auch immer man das dann jetzt drunter bezeichnen mag. Das wäre schon gut. Reicht dir einer, oder? Weiß ich noch nicht. Mach erstmal. Ich werde schon melden, wenn ich noch einen brauche. Was soll der Geiz? Oh, zwei. Ich habe mal nochmal Mehl angesetzt. Ja, das bringt ja nichts, wenn du das alles in derselben Mahlstein machst, weil eben. Der braucht ja Jahrhunderte dafür. Ja, Digga, das ist eine ist irgendwie 7 Stunden lang, das Bauding. So, okay, Holger, gut, da unten. Mhm. Ja, ich habe doch noch Holz gefunden. Alles gut. Jetzt renne ich überall rum und sortiere meine Storages hin und her. Ich meinte aber. Das heißt genug nicht, aber. Ja, ich brauchte erstmal wieder Vollholz sozusagen. Also Holz. Stämme. Nee, richtige Stämme brauchte ich. Ach so, ja. Also Maria? Holz. Wo bist denn du? An der Kiste. Lauf dir gerade entgegen. Ich glaube, ich sehe dich nicht. Das ist möglich, weil ich stehe jetzt hinter dir. Okay, gut. Also hier drin, in diesem, na, da ja, werden zwei Mills fertig. In 3 Minuten sind beide fertig, ungefähr. Sehr schön, danke. Ja, weißt du, ich habe den Tarnumhang an. Und ach, der macht wieder. Das, nur du mich nicht siehst. Ja, ja. Ich geh noch mal rein. Speziell für dich angefertigt. Mal sehen. Du mich nie sehen wirst. Dann schleiche ich mich immer von hinten an und kitzle dir am Ohr und renne dann kichernd weg. Du sag mal Sky. Wie geht's deinen. Jetzt in den Ohren. Sky, wie geht's deinen Jalousien oder deinen Rollos vielmehr? Hängen die noch? Alles gut? Noch dran. Sehr gut. Kurze Frage, Thomas. Mhm. Haben wir dafür genug mechanische Kraft? Oben könnte sein, dass da noch ein bisschen Kraft da ist. Durch die. Also wenn ich es halt, wenn man in die Küche oder so setzt oder in die Nähe von der Küche, meinst du, dass das passt? Könnte passen. Kannst ja einfach mal bei mir hingehen, in die, also oben, in meine Teile dort. Und wenn du da auf Power klickst, siehst du ja, wie viel da ist und dann müssen wir mal gucken. Ansonsten hätte ich noch eine Windmühle da, dann müssen wir die noch an irgendeine Ecke klatschen. Mhm. Ist ja gut, dass der Wind immer und immer von allen Seiten kommt. Ah, natürlich, klar. Praktisch, ne? Mhm. In Thomas Tasche, / meine. Ja, in unserer ersten Tier 2 Etage. Ja, Ziegelstein Etage. Status. Ne, bei Power. Ach, bei Power. Mhm. Power. Und da hast du dann Power. Grid und. 861. Und Demand 400. Na, ich glaube, ich brauche auch mehr dort oben. Er hat halt gerade nur 400, weil nur 400 laufen, aber ich glaube, ich brauche mehr. Ach so. Also wenn alles läuft. Jetzt brauchst du nur 200. Ja, ja. Ja gut, dann 800 haben wir. Ich glaube, jeder Tisch 200 oder so. Also jedes dieser Einzelteile 200 und ich glaube, es sind 4 Einzelteile, ne? 4, ja, sind 4 Einzelteile. Gut, dann müssen wir uns eventuell noch. Hier ist ein Wolf hier oben. Ja, was? Klar, da gibt es was zu essen. Hallo? Der greift dich sogar an. Holger, du musst mal besser auf die Viecher hier aufpassen. Hm, könntest mal. Du mal bitte hier. Also, das geht so nicht. Gerade die Wölfe, weißt du? Kannst du eigentlich auch fast ausrotten. Das war ein Headshot. Meins! Headshot. So muss das. Double Kill. Ultra Kill. Monster Kill. Monster Kill. Dann gucke
ich mal, ob die Dingsterbums da jetzt fertig sind. Die Minis. Ja, sind sie fertig. Hol ich die mir nämlich mal, dann muss ich mal gucken, wo ich die hinsetze. Mhm. Ich kann dir auch gleich und noch. Dann gucken wir nach der Energy. Ja, also du kannst ja erstmal benutzen, ne? So. Solange ich jetzt oben jetzt nicht alles voll habe. Die sind nicht in Masonry 1 gelandet, sondern in Masonry 2. Das kann sein. Ja. Ja, und mir erzählen, dass es in Masonry 1 ist, ja? Ja, du kommst dahin. Sagen wir es mal so. So, warte. Ich schmeiß mir die Leiche hier weg, die ich in meiner Tasche rumtrage. Achso. Das. So, theoretisch müsste ich sie auch hier hinsetzen können. Hier so hin. Vielleicht. Eins. Wieder ein bisschen mehr, was uns den Magen füllt. So, ich habe jetzt hier mal noch eine hingestellt. Wir lassen das hier mal kurz offen, weil dann kann ich noch... Oh ne, das andere muss ich von oben drüber machen. Okay. Upp. So. Was ist denn? Mit da noch Müll. Noch eins höher gegangen? Nö. Ja. Wie bitte? Hast du die Mill jetzt nicht hier schon hingestellt? Nö. Ich sehe sie nee, jetzt nicht. Okay. Also, wir brauchen wohl, oder wir haben jetzt wohl 1071. So. Der hat 75. Der hat gar nichts, das ist gut. Oh, es gibt hier so eine Ecopedia. Und da sind wir hin. Okay. Also ich kam gerade dorthin, aber frage mich nicht wie. Wirklich nicht. Ja, egal, okay. Erstmal gucken. So, der braucht nichts. Der braucht 200. Der 75. P oder F1. P oder F1. Aha, okay. Also Maria, wir müssten jetzt hier oben genug haben. Die müssten 200 verbrauchen. Genau. Müssten wir jetzt genug haben. Ich verbrauche 475 da drüben im Maximalschnitt. Ja. Und du dann mit den Zweien hier nochmal 400. Das heißt 875 und wir haben 1071. Also das sollte dann wunderbar funktionieren. Kann ich den Raum hier benutzen, der hier so... Ja, den kannst du auch abreißen und deine andere Dings erweitern. Ja, ich muss... Also wie du magst, du kannst den auch gewinkelt machen oder sowas, dass du hier noch eine Wand reinziehst und dann ist hier halt ein Zugang oder sowas. Ist mir völlig egal. Okay, gut. Das war ja nur damals so gemacht, dass ich da drüben hin musste, weil ich ja da nicht den Platz hatte. Wobei ich den Platz an sich ja gar nicht brauche, um da was hinzustellen, sondern nur, weil der halt sagt, er braucht den Platz. Die Quadratmeterzahl. Ja. Das ist das noch so ein bisschen strange, aber... Naja. Genau. Schön beruhigende Musik. Aber hier ist auch gerade. Naja, aber Hellblade war echt geil. Also. Kann man wirklich nur empfehlen. Hellblade war mega. Bin auch froh, dass ich da echt so gut durchgekommen bin, ne? Also man muss schon mal sagen. Ich bin
Du hast lange durchgehalten, ja. Ich bin dreimal. Holger, pst. Du spoilerst zu viel. Ich hab gar nichts gesagt. Ah, doch. Das kann schon genug sein. Je nachdem. Aber ich bin insgesamt dreimal gestorben. Und einmal, weil ich einen Weg nicht gefunden habe. Und zweimal, weil die Tastatur nicht richtig wollte. Und nicht sofort auf mein Renn-mal-los-Kommando reagiert hat. Mhm. Und deswegen hat das Timing nicht 100% gepasst. Was dort aber 100% passen muss. An der Stelle. Ich weiß nur nicht 100%, ob du da durch bist. Weil das ist relativ am Anfang. Aber es klang jetzt gerade nicht. Also ich wusste nicht 100%, wo du bist, deswegen sage ich mal nicht viel mehr. Nee, alles gut. Ich bin schon ein Stückchen, aber ich kann es jetzt nicht mehr 100% sagen. Ich habe auf jeden Fall irgend so einen Täuschungsonkel schon durch von diesen Göttern da. Mit dem Raben? Ja, genau. Also du hast ja diese ganzen Pentagramme nicht. Aber ist denn das alles, was da hing? Da hingen irgendwelche Zeugs-Sachen. Genau. Also Wallraven hast du durch. Ja. Und hast du Sword schon durch? Also von den beiden wird ja im allerersten Raum gesprochen, wo du dich entscheiden kannst, links oder rechts zu gehen. Da ist ja links Valraven gewesen und rechts ist dann der Feuergott. Warst du bei dem schon? Weiß ich nicht. Also die Bezeichnung kann ich dir gar nicht helfen, was bei Namen. Aber was ich zum Beispiel habe, ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verhaue mit einem anderen Spiel, aber du hast irgendwann eine Sequenz, wo du in so einem dorfähnlichen Gebiet bist, so einem kleinen, wo alles dann plötzlich irgendwann brennt und du dann so ein winzig kleines Jump-and-Run-Spiel hast, in dieser Hinsicht, wo dich dann durchjuckeln musst, um da rauszukommen. Das ist in der Nähe von Sword, genau. Also das ist in dem Gebiet, wo es dann zu dem Feuergott geht, ja. Ja, genau, also das ist Feuerthema, habe ich auch irgendwie angefangen. Aber wie weit ich von da aus dann bin, kann ich dir nicht sagen. Okay, ist ja auch nicht so schlimm. Nee, genau. Aber ich will halt nicht spoilern. Aber das ist vollkommen richtig. Ne, dort habe ich halt, also dort in dem Gebiet habe ich alle drei Tode, die ich in diesem gesamten Spiel hatte, habe ich dort gehabt. Ansonsten habe ich keinen einzigen weiteren Tod gehabt. Ich war ein paar Mal nah dran. Cool. Aber nö. Ja, bei mir ist es, wie gesagt, dann eher so diese Situation, ich sterbe. Machen wir nochmal kurz an der Konsole das Spiel aus und wieder an. Und weiter geht's. Ja, ich weiß, ich cheate, lasst mich in Ruhe. Ach du, alles gut. Das ist Ausnutzen der Spielmechanik, ist kein Cheaten. Also das ist jetzt nicht direkt eine Spielmechanik. Ich wollte gerade sagen. Ein Computer auszumachen ist jetzt nicht so direkt Spielmechanik. Aber du hast mitgelurkt, oder? Bei mir, hast du gesagt. Ja, gelurkt habe ich. Hast du dann auch das gehört, was ich damit, oder was meine Theorie war? Nee, gar nicht. Okay. Also, weil ich ja, wie gesagt, ich habe dich ja gestummt, sodass ich im Endeffekt nichts mitbekomme. Ich habe dir zwar zugeguckt, aber ich habe eigentlich, also nicht zugeguckt, eigentlich habe ich dir gar nicht zugeguckt, sondern es lief und ich habe mit Sebastian in der Küche gestanden und gekocht und dann war ich in der Stube und habe gezockt. An der Xbox. Okay. Ja, ist geil, viel Spaß beim Schrank aufbauen. Ja, viel Spaß, genau. Viel Spaß. Und, ja. Okay, nee, dann werde ich das nicht sagen. Ich hatte es im allerersten mal was gesagt, aber... Ach, das mit dem Sterben wahrscheinlich, oder? Dass das alles in ihrer Fantasie ist. Das habe ich zwischendrin mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du aus. Jetzt stummst du ihn. Gut, okay. Jetzt erzählt er zu viel. Nee, das waren ja nur meine Beobachtungen. Also ich weiß es ja nicht, ne? Aber da habe ich so ein bisschen was gemacht und geguckt und dachte so, Ja. Könnte ja, möglicherweise. Wenn genau, aber ich weiß es ja nicht, weil... Ja, aber Vermutung hatte ich auch schon gehabt. Ich bin ja nur dreimal gestorben, von daher weiß ich es ja nicht. Ob oder ob nicht. Ach ja. Aber mir ging die ganze Zeit die Pumpe, diese ganzen Scheißkämpfen. Die ganze Zeit geht mir die blöde Pumpe jedes Mal. Das kann ich mir vorstellen. So furchtbar. Aber wegen dem Auswahl, also ich muss sagen, Sky hat mich ja ab und zu mal dazu gedrängelt und genötigt, gegebenenfalls auch mal zu blocken. Ich habe es ein paar Mal versucht zu blocken. Ehrlich gesagt fand ich das Blocken nicht so geil. Also von der Effektivität her.
Weil gerade, also es gibt da ein paar von den Monstern, die haben quasi eine Doppelattacke mehr oder minder. Also die führen zwei Geschichten aus, statt nur eins. Dort ist es quasi, das erste kannst du blocken, dann taumelst du aber selber und dann kommen sie mit der zweiten Attacke trotzdem durch. Also da ist Ausweichen deutlich besser, weil da kannst du beiden Attacken ausweichen. Von daher. Das ist richtig. Also ich bin fast ausschließlich mit Ausweichen dort durchgekommen. Durchgegangen. Hm. Ja. Kann auch sein, dass ich einfach zu blöd gewesen bin. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Oder was ist das? Ja, kann natürlich auch sein, dass man da mit Blocken deutlich besser weiterkommt oder so. Aber ja, ne? Ich weiß, wie es ist. So, war es eine kleine Friemelarbeit, das hier irgendwie so zu setzen, dass die zwei Tische da genug Platz haben. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mal deinen Eisenofen ein bisschen mit Kohle befüllt, ne? Das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Das heißt, dass wir mit so einer oberen Backsteinetage, also in der ersten Backsteinetage, haben wir zwei Mühlen. Bitte nochmal? In der ganz obersten? Okay, Maria erzählt. Okay, gut, zwei. Gut. Gut. Habt ihr das jetzt auch gehört? Ja. Ja. Sehr gut. Das war der Plan. Wir haben hier jetzt sehr viele Blaubeeren. Das ist gut, brauchen wir. Zucker. Also, definiere sehr viel. Über 500. 555. Haha, knapp da. Jeder darf was trinken. Yay. Yay, Alkohol! Ja, ich wollte schon gerade sagen, die ganzen Alkis freuen sich jetzt. Endlich! Wie lange habe ich darauf gewartet? Ich habe hier Chance. Various Extract. So, Advanced Smelt. Was mache ich denn gerade mit Advanced Smelting? Sind das die Pipes oder was? Also auf jeden Fall bin ich. Ach nee, normales Smelting ist das. Da bin ich jetzt gleich Stufe 5. Yay! Oh, you're too hungry to work. Ja, das ist so Lebensmotto bei dir, oder? Und dann im Spiel auch noch. Mensch. So, gut. Dann läuft jetzt hier in dieser Mühle die ganze Zeit Mehl. Flup. Und den Zucker produziere ich oben. Das ist schon wieder ein Bison, sag mal. Zwei? Ich glaube, ein Schwein pfeift. Du hast ein Schwein? Nee, Bison pfeift. Wenn du es mir gibst, dann kann ich da was draus herstellen. Das ist richtig. Holger, rück das Schwein raus. Rück das Schwein raus. Es gab doch mal hier, war das nicht, gebt das Hand frei oder so? Kam mir gerade. Ne? Ja. Na gut, das machen sie ja gerade eben. Naja. Richtig. Hat ja lang genug gedauert. Eben. Weißt du, jetzt muss ich mich hier schon mit anderen Tabletten über Wasser halten, aber vielleicht kann ich dann das Zeug da reinhauen. Ja, außerdem muss man sich dann nicht mehr so fürchten, wenn man am Bahnhof 108. Steht. Also 100,8. 100,7. Ich war vorhin schon mal kurz bei 101, 77,6. Ja, aber wie gesagt, ich denke, das liegt auch daran, dass Sebastian nicht so häufig mit dem Charakter spielt. Dass das bestimmt auch was damit zu tun hat, wie häufig man halt irgendwie Dinge isst oder so. Weißt du?
Wieso heute ein No-Chat-Day? Wieso denn, Arken? Ich wusste jetzt nicht, was ich auf dein... Naja, immer ist die Tastatur schuld, noch sagen soll. Es war halt die Tastatur. Ich hab's ja zigmal auch im Spiel danach gecallt oder am nächsten Tag, dass es meine Tastatur rumgezickt hat. Du brauchst eine neue Tastatur, kann das sein? Nö. Das ist halt manchmal das Thema mit Funk. Also ich überlege tatsächlich so ein bisschen, ob ich eventuell mal von diesem ganzen Thema Funktastatur weggehe oder so. Ich meine, wenn du dich jetzt auf die Couch flezen würdest, um damit irgendwie zu zocken oder sowas, dann würde ich das verstehen. Aber jetzt einfach nur so, wenn du davor sitzt, eine Funktastatur lohnt sich da doch gar nicht. Oh doch. Oh doch. Du hast deutlich, also ich habe halt dieses ganze Thema Kabellage nicht. Ich kann da auch einfach mal ja, gut. Ne, das woanders hin tun. Oder ich habe die Kabellage nicht auf dem Tisch. Da habe ich schon genug durch das ganze Thema Mikro und Kamera und die Monitore und Sound und bla, und hast du nicht gesehen? Bin ich eigentlich froh, wenn ich da weniger Kabellage habe. Deswegen. Das Thema hat ja jetzt nichts mit mechanisch oder nicht mechanisch zu tun, Arken. Da müsste ich mich eher vielmehr erstmal daran überzeugen lassen, dass eine mechanische für mich das Richtige wäre. Ich weiß, es gibt ja die Cherry MX Brown, glaube ich, sind die leisen Taster. Aber gefühlt sind die immer noch lauter als die Tastatur, die ich jetzt habe. Und ich mag es halt nicht, irgendwie im Hintergrund bei Aufnahmen oder Streamen jedes Mal so ein Klack, Klack, Klack zu haben. Und es gibt so viele Streamer und sonst wie, die mechanische Tastaturen haben. Und die hörst du immer im Hintergrund. Da habe ich keinen Bock drauf. Das weiß ich nicht. Ich bin halt misophil. Das ist mein Problem. Ansonsten würde mich das alles gar nicht stören. Yay, Smelting 5. Cool. Kratz. So, dann kann ich jetzt mal gucken, weil dann kann ich da eventuell ein besseres... ein besseres Update jetzt machen. Nee. Doch. Ach nee, Advanced Upgrade 3. Ugh. Dazu muss ich erstmal die 2 machen. Na gut. Aber immerhin. Also prinzipiell kann ich jetzt alle Upgrades machen für Advanced. Bis zum Level 3 hoch. Ich muss bloß noch Glassworking nach oben bekommen. Aber okay. Glassworking bin ich immerhin schon okay. Stufe 2,5 von 3. Also, immerhin. Ich weiß nicht, woran es jetzt gerade hapert. Habe ich kein Glas mehr angesetzt? Nein. Oder? Doch. So. Ich habe keinen Limestone mehr. Hier weg. Maria, du hast wieder ordentlich Fleisch dabei. In der Kiste. Sehr schön. Danke. War fleißig. Fleischig? Fleischig unterwegs. Von euch hat auch keiner eine mechanische Tastatur, oder? Nope. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe eine. Ich weiß es gar nicht. Die G19 von Logitech. Ich weiß, ob das eine mechanische ist.
Ist nicht mechanisch laut. Okay. Arken. Okay. Dann nicht. Nach dem Motto, mechanische Tastaturen kann man nie genug haben. Hm? Hatten wir nicht mal rote Beete? Ja. Sicherlich. Spontan würde ich sagen, ja. War auch zuletzt noch welche in der Kiste drin. Also du hast sie jetzt alle schon alle gemacht. Nee, also. Ja. Das nicht. Maria, hast du die vielleicht verwendet? Ich habe keine rote Beete genommen. Ich habe nur meine eigene rote Beete. Halluzination. Sonst musst du meine rote Beete nehmen. Ich finde die nicht. Nicht tragisch. Im Hauptlager. Komisch. Im Hauptlager? Nö, die sind weg. Cool. Hatten wir im Haupt. Also, was ist denn dein Hauptlager? Nee, du, ich sag mal so, die Sachen, die sind ja teilweise in Marias Truhen drin, Nahrungsmitteltruhen und manchmal. Ach, jetzt ist es schon wieder da. Hä, warte mal. Einen Moment. Oh, liegt jetzt besser in der Keramikabteilung. Hm? Wie? Sebastian, das klingt, du klingst, als wärst du in der Keramikabteilung. Wieso? Das klang gerade so nach Hall. Also du hattest so einen wunderschönen Hall hinten drauf. Ah, ja, okay. Das ist halt der Hall dessen, dass Marias Mikro das mit auffängt. Ja, deswegen klingt das so. Achso. Nee, okay, ich habe mein Problem gefunden. Irgendwie greift er nicht auf die eine Kiste zu. Einfach nochmal nur anklicken, dann müsste das alles dann gehen. Ja, also Holger Arken ist absoluter Verfechter von mechanischer Tastatur. Deswegen mag er, also ich weiß nicht, warum er das so mag. Hat er mir noch nicht erzählt, glaube ich. Wegen dem Klicken, das ist ja, ich glaube, das ist relativ, ich stelle mir das sehr befriedigend vor. So blöd, wie das jetzt klingen mag, das klingt falsch. Als wenn die jetzt hier oben. Hm? Ja, also klar, ne? Dieses Klicken und so. Also viele mögen es ja wegen dem Anschlag an sich. Hm. Ah, hier schreibt das. Präzision und Type-Feeling. Also gut, Präzision. Also das sind halt so Sachen, die verstehe ich dann wieder nicht. Weil, was für eine Präzision. Okay, das Type-Feeling, also wahrscheinlich, was damit gemeint ist, eben die Kraft, die du brauchst, ne, um dann so eine Taste zu drücken und so weiter, ist natürlich eine ganz andere. Und die Rückmeldung von so einer Tastatur, weil es ja eben mechanisch ist, soll da was anders sein. Aber eine normale Tastatur ist auch mechanisch. Also da ist auch eine Mechanik. Da ist eine Feder oder irgendwas oder ein Gummi, der wieder zurückschnallt. Um das wieder in die richtige Position zu bringen. Also ich verstehe es halt wirklich einfach absolut nicht. Aber wahrscheinlich auch gegebenermaßen, dass ich es noch nie ausprobiert habe, so wirklich. Das könnte ja ein Punkt sein, weshalb ich das nicht so verstehe. Hm. Also will ich ja gar nicht, ne? Will ich ja gar nicht anzweifeln. Wir streiten. Jo. Aber dazu müsste ich es halt mal machen, aber mir extra deswegen jetzt irgendwie eine zu kaufen, die dann auch noch vergleichsweise teuer ist oder sowas, nur um dann zu merken, naja, für mich ist es halt doch nichts. Das, ja, ne, ist mir halt nichts. Okay.
Okay. Müsste man mal ausprobieren. Also bei mir Ich ist glaube, bei für einer mich wäre einfach Tastatur. das. Entschuldigung. Ich glaube, bei mir wäre einfach das Type-Feeling wichtig. Für mich ist Denke einfach ich mal. wichtig, dass ich gut an die Tasten komme und dass die einen ordentlichen Abstand haben und sowas. Das ist für mich Thema, was wirklich relevant ist. Dass sie nicht zu hoch sind, dass sie einen gewissen Bereich haben, in dem sie arbeiten. Also nicht wie bei ganz flachen Tastaturen oder so, dass du die nur anhauchen musst, sondern ist da schon ein Tastendruck oder so, sondern dass du halt wirklich ein bisschen drücken musst. Ich meine, es gibt mittlerweile, ich glaube, 12 unterschiedliche Farben von mechanischen Switches alleine von Cherry. Und da überlegst du dir so, Alter, hä? Da ist nämlich die Federkraft eine leicht unterschiedliche, der Weg ist ein leicht unterschiedlicher, irgendwie da und dies ist noch unterschiedlich. Und da gibt es Leute, die machen da echt sowas von dermaßen eine Wissenschaft draus. Das sind so Dinge, da kommen, also ich weiß nicht, ob ich einen Unterschied merken würde. Würden mich jetzt wahrscheinlich so viele hassen, wenn das mehr hören würden. Aber. Freaks gibt es überall. Ja, ich meine, vielleicht ist es ja auch wirklich deutlich geiler und sowas, aber das würde ja bedeuten, dass du erstmal alle Switches ausprobieren müsstest, dann auch noch Tastaturen, die einen richtig guten Abstand, Cap-Höhe und so weiter haben, die dir gefallen. Und dann müsstest du dort jedes Mal die ganzen Switches austauschen, um dann zu gucken, welcher dir am besten passt. Da wirst du doch bekloppt. Jetzt mal ganz im Ernst. Gibt es eigentlich auch mechanische Tastaturen mit LED-Anzeige? Also hier Ja, mit klar. den LED-Dingsen? Okay. Jetzt wäre das für mich keine Option. Ich habe mich da so dran gewöhnt, die Tasten richtig zu sehen. Holger, es gibt Gut, sowas jetzt wie nicht unbedingt gerade Lampen beim Zocken. und Licht. Weißt du? So. Ja, das ist alles von gestern. Ja, das war jetzt ein bisschen witzig. Hä? Ich meine, selbst wenn ich hier alle Lichter ausmache, dann ist definitiv mein Bildschirm oder meine Bildschirme sind mehr als nur deutlich hell genug, dass ich deine Nein, Tastatur erkenne. ich meinte mit Ja. Arkons Achso, Kommentar Arken, dazu. ja. Guckt auf RGB beleuchtete Mechanik-Tastatur. Ja, gibt's. Zu der Frage, ob es auch beleuchtet gibt. Haben wir Advanced Upgrades? Ja, wir Upgrades? haben noch zwei Advanced Upgrades. Meins? Wo krieg ich denn hier? Wo? Meins, 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 Ich meins, weiß meins? gerade echt nicht, in welcher Truhe das ist. Guck mal, also wenn du von außen hochgehst, gleich das erste Lager, auf das du da triffst. Also der erste Stockpile. Achso, wir haben jetzt für die Backsteinetage die unterste, eine, also Ziegeletage, eine Treppe nach oben. Cool. Ich keinen Bock mehr, die ganze Zeit zickzack zu laufen. Verstehe ich. Ja, guck mal da, da müssten eventuell zwei ja drinnen liegen. Weil Nein. die werden vom Kiln, also von diesem untersten Ofen, werden die hergestellt. Glaube ich. Merci. Ach so, ja, okay, sehr gut. Sehr gut. Also vielleicht gucke ich mich da mal eher um, wenn. Oder nach einer Steckt ein anderen Pfeil in meiner Tastatur. Treppe. Da sowas los ist. Was sagst du? Fallen an der Das Treppe? Visum hat sich zu schnell gedreht. Als Das Maria kenne ich auch, dass sich Bisons runtergeschmissen? ganz schnell drehen. Nee, nee. Ich habe da halt, wie gesagt, einen Pfeil in der Treppe gefunden. Ach so. Okay, das nicht diese ICE-Bisons. klar, kenne ich auch. Ja. Das sind immer die schlimmsten. Ja, schrecklich.
Wieso liegt hier eigentlich noch eine Spitzhacke drin? Wieso liegt hier eigentlich Stroh? Eine Steinspitzhacke. Okay. Ich weiß nicht, weil irgendjemand vielleicht eine Eisenspitzhacke bekommen hat und hat die andere dorthin geworfen oder so. Gibt's eigentlich einen besseren Bogen als den Holzbogen? Ja. Ja, hat man doch drüber gesprochen gehabt beim letzten Mal. Was war denn das hier gewesen? So ein Compound-Bogen kann ich auf jeden Fall bauen. Compound, ja, genau. Ja. Proteine und Fett. Im Compound-Bogen? Krass. Nö. Brauche ich. Ach so. Habe ich Mangel und so. Ja, Mangelernährung ist nicht gut. Ich weiß. Ich bemühe mich. Wenn ich denen über mir die Beine rausreiße, ist es auch nicht gut für die. Für mich schon. So. Mal kurz gucken, wo das ganze Fleisch hier rumliegt, damit ich was draus produziere. Zack. Müsste hier sein. Weißt du, haben sie mich noch. Boah, da hab ich ja echt. Da hab ich Hass gehabt, ne, zuletzt. Schreiben sie mich an. Irgendwie so gegen um 8 rum oder irgendwie sowas in der Drehe, ne? Ich möge doch jetzt mal bitte etwas leiser machen und so, weil man hört es ja jetzt schon ziemlich deutlich und so weiter und so fort. Ne? Und es ist alles so bassig und sowas. Und ich gucke so auf meinen Herd und denke mir so, Mensch, Herd, boller mal ein bisschen leiser vielleicht, wenn es geht. Die Nachbarn beschweren sich schon. So, weil ich hatte keinen Computersound an, ich hatte kein Handy an, ich hatte keinen USB- oder Bluetooth-Lautsprecher an, ich hatte nichts an, keinen Fernseher, null. Aber ich bin ja der Böse. Was sagst du? Selten, aber es kommt vor. Ja, es kommt eigentlich sehr häufig vor, dass ich so gut wie gar nicht Musik oder irgendwas hier unten anhabe. Und schon gar nicht so, dass es irgendwie mit Subwoofer oder was wäre, um da irgendwie, ne, der da laut machen könnte. Das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor, dass ich das mache. Was hast du geantwortet? Ja, genau das. Ich habe gesagt, hier, Leute, ich koche hier gerade und so weiter. Dann kamen sie noch runter und haben geklingelt bei mir, habe ich die Tür aufgerissen und habe gesagt, hier, hörst du irgendwas? Oder hörst du nichts? Ja, ich höre nichts. So, kommt davon, dass ich koche, wie ich es geschrieben habe. Ja, aber das bollert die ganze Zeit. Ich so, ja, dann werde ich es vielleicht mal nicht sein, wie du es mir ständig vorhältst. Mag vielleicht von oben sein. Naja, man hört das doch, ob das von oben oder von unten kommt. Ich so, ach, du bist jetzt einer dieser Menschen, der Bass irgendwie hören kann, aus welcher Richtung er kommt. Das, was Menschen möglich überhaupt nicht ist. Das ist eine ganz seltene Gesellschaft. Ja, das sind grandiose Menschen. Mit übernatürlicher Fähigkeit und so. Weißt du, und jetzt bollern sie mir hier seit über einer Stunde oder anderthalb Stunden über dem Kopf die Bude zusammen. An einem Sonntag. Weißt du? Ich bin Macke. Ach ja, es stellte sich dann raus, war der Nachbar von drüber. Ja, ach nee. So. Wer hätte das gedacht? So aus bin ja, ja immer erstmal. Entschuldigung, ich. Ne? Das kann man nicht immer ahnen. Nee, genau. Also ich derjenige, der ständig irgendwie gefragt hat, ob man irgendwas hört oder sonst irgendwie. Ich bin dann anscheinend ja. Der dann abends sowas macht. Hm? Ja, nee, ist klar. Danke fürs Gespräch. So böse halt. Genau. Ja. Da krieg ich eine Macke. Würde ich aber auch kriegen. Achso. Achso. Da frage ich mich, wie du da so ruhig bleiben kannst. Ich irgendwo hört es ja dann auch mal auf. Ja, ist auch so. Irgendwann hört es dann auch mal auf. Aber was soll ich denn sagen? Also ich kann ja nie mehr sagen, als Leute, reißt euch mal zusammen. Aber wenn sie es nicht machen, kann ich nicht viel tun. Ja, das ist richtig. Irgendwann könnte ich zur Hausverwaltung gehen und so weiter. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Allmann.
Wäre eigentlich schade, wenn so die Nachbarschaftsstille, sage ich jetzt mal, so beschädigt werden würde. Ja, eben. Ne? Also, aber ich meine, also wenn das hier zu Weihnachten wieder so wird, dass ich dann hier bin und die rollern mir die ganze Zeit mit irgendwas hier über den Schädel drüber, dann ist auch irgendwann mal vorbei. Ich möchte auch irgendwann mal meine Ruhe haben. Na, das ist klar. Ich bin wirklich kein Allmann. Nein, falsche Richtung. Nein. Ja, genau. Arken, da hast du vollkommen recht. Sie eigentlich danach fragen, aber wenn ich es dann mache, weißt du, dann bin ich wieder der Arsch. Dann haben sie wieder was gegen mich in der Hand und so weiter. Das ist ja der Mist. Bei Sonntag heißt eigentlich komplett Ruhe. Nichts über Zimmerlautstärke. Null. Ja, bis gleich. Jo, bis gleich. 102,4, Holger. 102,4. Krass, Action. Ich bin noch nicht am Messen von der Seite her. Was brauchst du eigentlich? Ah ja, 6 Gears, ne? Dann passt das doch, dass ich jetzt hier nicht mache. Gut, dann haben wir die Portable Steam Engine. Und dann könnte ich die Assembly Line fahren. Auf geht's, Assembly Line. Die braucht noch mal 8 Gears. Frage ist für wen? Hast du mich noch? Ja, ich höre dich. Gut. Hätte ich nachgucken müssen, ob ich das bin. Sebastian war raus. Achso. Mhm. Okay. Aber ich glaube, ich nutze das gerade mal kurz. Ich würde mal schnell wohin gehen. Na klar. Gibt mal kurz Stuhl-TV, ich beeile mich. Subi. Holger, hörst du Sebastian? Bis gleich. Nein, hören wir nicht. Nein. Kopf nach unten. Wir doktern gerade ein bisschen rum. Achso. Du musst in die On-Air gehen. Doktor, Doktor. Dauert ein klein wenig länger. Holger, du unterhältst die Leute. Du schaffst das schon. Ja, Chaka und so. Ich gebe mir Mühe. Ja! Okay.
Genau, mit Akern. Stuhl TV. Ja, wie auch immer ich jetzt euch unterhalten soll. Oder dich. Es war einmal vor langer, langer, langer Zeit, da war ein kleiner Holger ganz alleine im Sprachchat und musste darauf warten, dass technische Probleme gelöst werden, biologische Probleme gelöst werden und seine Mitspieler, Mitkämpfer und Miteinsassen zurückgekommen in den Sprachchat. Amen. Yay. Amen. Waren es wieder drei. Sehr schön. Schön, dass es wieder funktioniert. Was war denn los? Bekommen. Ich weiß es nicht. Wackelkontakt. Also wir haben ab und an mal einen Ausschlag gehabt. Also wir hatten über Discord mal in den Einstellungen geguckt gehabt. Und da hat es zwischendrin mal einen kurzen Ausschlag immer gehabt. Aber sporadisch. Nicht, wenn du laut oder leise gesprochen hast. Und da haben wir halt wirklich einfach mal Headset aus, USB-Stick raus und dann wieder alles an. Und dann ging es plötzlich wieder. Und wenn er nicht gestorben ist, dann wünscht er auch noch heute. Genau. So schaut's aus. Ja, also wie gesagt, wir haben es gelöst bekommen. Alles einmal ausschalten. Lassen wir gleich den ganzen PC ausschalten. Ich sage, wir versuchen es erstmal mit Headset und USB-Stick und das hat dann gereicht. Ich habe gesehen, müssen wir mal dann Thomas fragen, aber was das heißt oder wie das geht. Ich kann hier Marker setzen auf der Map. Ja. Und so. Ich kann die auch teilen an alle. Oh. Aber ich kann es nicht, weil ich keinen Titel habe. Thomas. Hallo, Thomas. Jetzt kannst du bestimmt auch wieder mich hören. Ja, ich kann dich hören. Sehr gut. Ich hatte gerade ein kleines Problem gehabt bei mir mal wieder. Hast dich wieder stumm geschaltet und danach ging es nicht mehr? Ja. Ja, das war ganz komisch bei ihm. Bei ihm war sowieso wie ein Wackelkontakt. Also sporadisch schlug bei den Einstellungen im Discord das Mikro aus, aber nur ganz kurz. Und dann habe ich gesagt, einfach mal kurz Headset aus, USB-Stick raus und alles nochmal neu justieren, also neu rebooten sozusagen. Und das hat dann scheinbar instant funktioniert. Okay. Weil ansonsten auch eventuell, ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt geholfen hat, die Behebung von letzter Woche. Weil dann müssen wir das bei Sebastian ja eventuell auch machen, ne? Ja, ich habe ja im Endeffekt jetzt nur USB-Stick gewechselt, den Slot. Und das scheint aktuell erstmal gut zu klappen. Achso, die Rauschunterdrückung hast du nicht ausgeschalten? Hatte ich beim letzten Mal und beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Okay. Das hat man beim letzten Spiele-Session. Und da hat es nichts gebracht. War ich trotzdem ständig raus mit meinem Headset. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, jetzt irgendwie meine Küche irgendwie anders. Weil mich nervt das schon ein bisschen, dass ich da die ganze Zeit hoch und runter, rechts und links laufen muss. Und auch mein Fleischertisch, dass der unten ist. Ja, dann pack den Fleischertisch doch hoch. Kein Problem. Ja. Der Raum, die Etage ist nur etwas okkupiert von dir und mir und. Willst du mich jetzt aus meiner Etage rausschmeißen? Ja, oder ich wäre umgezogen eher. Okay. Brauchst du so dermaßen viel Platz? Da ich die zwei Mühlen in einzelnen Räumen habe, ja. Also die Mühlen brauchen jeweils 25 Quadratmeter. Und die Küche braucht insgesamt um die 105 Quadratmeter. Und wenn ich jetzt noch den Fleischertisch hochhole, werde ich wahrscheinlich auch nochmal um die 30 Quadratmeter bis 50 Quadratmeter brauchen. Weiß ich gerade nicht, wie viel da. Das reicht echt nicht oben? Also wenn du jetzt wenn du diesen einen Zwischenraum, den ich vor uns angesprochen habe, wenn du den einfach noch als Raum mit definierst? Den Zwischenraum, da ist die Mühlen drin. Ah, okay, komplett sozusagen. Da habe ich jetzt zwei Mühlen reingesetzt, genau, in separate Räume, damit ich halt, wenn ich weiß jetzt nicht, wie ich levele bei Mühlen,
bei Milling, aber ich will dann wahrscheinlich wieder auf das separate Räume gehen. Mhm. Wenn ich das mache, müssen die ja in separaten Räumen stehen, die Dinger. Mhm. Wann ist das gewesen hier, Milling, da? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, wie gesagt, mache ich dann auch bei Milling dieses Thema mit dem im selben Raum stehen und besser sein. Muss mal gucken. Was wieder Fleisch. Yippie! Leicht. Was nützt Larinja USB-Stick als Begriff für USB-Port und USB-Stecker? Achso, da. Nein. Bum. Sie hat einfach ein kabelloses Headset und da gibt es einen USB-Stick und den hat sie in einen anderen Slot reingesteckt. Ja. Von vorne am PC, hinten an dem PC. Noch nichts falsch gesagt. Bin ich beruhigt. Nö, hab ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Ich habe mal wieder ein bisschen Holzgegröße reingeschmissen in die Kiste, wo es halt früher drin war. Holzgegröße. Gegröße. Geil. Und ich habe Reis im Inventar. Wo kriege ich denn das los? Gerne unten bei der kleinen Mühle. Da bei deiner Holzsägemühle. War es, glaube ich, gewesen, ne? Ist da eine Kiste? Da ist ein Lager, auf jeden Fall. Da sind noch irgendwelche Bretter drin. Ah, stimmt. Hier gibt's auch Reis. Stimmt. Was soll denn das schon wieder heißen? Ich habe alles richtig gesagt. Nur weil ich die einzige Frau gerade hier in der Gruppe bin, musst du mich nicht mobben. Das ist ja unfassbar. Ja, also ich habe jetzt wirklich ganz legit nichts Falsches gehört an der Stelle. Jetzt bin ich sauer. So. Muss ich mal so sagen. Aber doch nicht auf mich. Nein. Gut. Na dann geht's. Auf andere Menschen hier im Chat. So. Ah, okay. Dann. Andere Menschen. Jetzt will ich mal gerne haben, so. Entschuldigung. Nee, finanziell unterstützen ist besser. Pah. Dieses Schweigen. Ja, ist okay. Was? Ich habe das jetzt mit dem finanziell unterstützen nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das wollen ja, sie dann meistens nicht. Das sind sie, da hören sie dann meistens weg, alle. Ich hab's ja nicht das würde ich jetzt auch behaupten. Ich habe es ja jetzt nicht mal sinnmäßig verstanden. Kann man das so sagen, dass man sagt, hier, du kannst mich mal kreuzweise oder so und sagt, ja, du mich auch oder so und dann halt stattdessen halt, du kannst mich mal finanziell unterstützen. Oh, okay. Sorry, ich kenne das halt. Das kannte ich noch nicht. Kannte ich echt noch nicht. Okay. Ah, siehst du mal. Hier ist noch Arbeitskraft, die fehlt. Alt. Wirk. Und. Alt. Ach nee, hier war Wirk vollständig durch. Wie viel Kohle hier rumliegt. Holger, ich hätte gerne meinen Fahrstuhl. Ja. Schlachten tun. Du bist der Schreiner, natürlich. Du kannst irgendeinen Stick dafür herstellen, hast du gesagt. Also gehe ich davon aus, dass du auch den Button ja. bauen kannst. Ein Buttonhalter. Tu. Genau, heißt du kannst das, mich mal gerne haben, kannst du auch mit, du kannst mich mal finanziell unterstützen mit Argan. Und Thomas und Co. So, ja, Entschuldigung, Holger. Heißt das auf Englisch Distribution Station? Nein. Elevator. Weil die Distribution Station so aussieht, wie als wäre es einer. Also eigentlich wäre das nicht der richtige Begriff. Distribution Station ist eher eine Verteilungsstation oder eine Verteilerstation. Irgendeiner Art und Weise. Mhm. Klingt aber auch interessant. Weil Aufzug ist halt Elevator. Also das ist der typische Begriff, weil to elevate etwas nach oben befördern oder etwas. Ne?
Ja, aber der Witz ist, ich gucke gerade mal ins Wiki. Wenn du Elevator eingibst, kriegst du wirklich nur den Elevator Call Post. Den kann ich machen. Naja, ein Ensemble. So putzig. Warte mal, ich google mal. Sagt jetzt hier Distribution Station, sagst du. Wie sucht ihr das? Ich bin jetzt hier in der Ecopedia drinne. Oder sehe ich nichts? Wikiplay habe ich. Wikiplay Echo. Ja, nee, ich meine jetzt aber hier intern, weil. Ach Ach so. so, du hast jetzt nur ins Wiki geguckt, sozusagen. Ja, ich bin im Wiki, ja. Genau. Alles klar, okay. Warte mal, hier gibt es einen Wooden Elevator. Da, Wooden Elevator. Kann im Assembline gemacht werden oder so ähnlich. Assembly. Baut der Thomas ASS. gerade. In dem kann man das herstellen. Okay. Brauchst du eine Gearbox, Zellulosefiber, Lumbertec und eine transportierbare Dampfmaschine. Und Mechanik 1. Gut, also da Holger's raus. Ein Glück. Aha. Das ist ja, also das, die Enzyklopädie ist halt echt Schrott. Also Weil du nichts suchen kannst, kannst du ne? killen, kannst du suchen, ne? Aber dann findest du halt nicht wirklich killen oder sowas. Hier Economic Components und dann steht hier wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem, was weiß ich wo, verteilten Ding, dass das was mit Killen zu tun hat oder sowas. Und hier hast du dann so, ja, hier unten gibt es irgendwann mal so ein Crafting-Objekt für Killen. Aber der Eintrag direkt auf Killen, nö, gibt es nicht. Ist ja Quatsch. Wir können relativ viel von diesen Blaubeeren ernten. Die waren jetzt schon wieder fertig. Immer raus damit. Wir brauchen das für, wie heißt der Muffins. Scheiß? Extrakt oder so ähnlich. Und ja, Muffins, Zucker. ja, Zucker. Und ich kann in der Mühle, kann ich Huckleberry-Extrakt herstellen. Also, Und ich das brauche wieder für Dünger und ja, ich glaube, anderes wir Zeug. können mal in einer halben Stunde da mal hingucken und gucken. Macarons kann ich damit machen. Und wilden Mix. Sind das wilde Bären? Nee, das sind seine Angesetzten. Ach so. So, Das ist mein ich muss mal angesetztes das. Feld und da bekomme ich immer so circa ja, über 300 raus pro Ernte. Stark. Schick, schick. Denke ich mir nämlich auch. Aber danke. Also, wegen Weihnachten, ne, dann müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Also ich werde nicht da sein bei Oma. Das dann hat schon gesagt, hatte, schade, dann sehe ich den Thomas gar nicht mehr dieses Jahr. Das hat Aber das ja ist nicht okay, zu alles gut. bedeuten. Also man kann Ich habe sich auch schon ja. gesagt, dass wir vielleicht mal. Entschuldigung. Ja, also ne, wenn ihr halt die Möglichkeit habt, mit Auto oder dann ja sowieso irgendwie bei Sebastian in der Wohnung seid, ne, dann komme ich da mal vorbei oder ihr kommt hier irgendwie vorbeigefahren, dann kann man ja mal draußen trotzdem eine Runde rumlatschen. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Okay, voll. Weißt du, nur Würde ich drinne gerne halt mal wieder nicht. sehen. Also das ist halt das Ding. Also drinne ist halt doof. Aber sich außen mit entsprechendem Abstand oder so da zu treffen, ist doch kein Thema. Ja, Dito, Sebastian. Ja, Familie und so. Ist ja ekelhaft. Aber du kannst doch einfach in den Stream gucken. Irgendwas. Das habe ich jetzt auch gerade nicht so verstanden. Wahrscheinlich noch wegen vorher. Habe ich nicht gesehen oder so, weil ich gerade in der Ecopedia geguckt hatte oder sowas. Wahrscheinlich. Okay, also ja, Assembly Line baue ich. Die ist in 45 Sekunden fertig. Cool. Und dann können wir da gucken, dass wir da eventuell einen Elevator basteln.
schaue ich mal nach Kompost. Post kommt zweimal die Woche. Was sagst du heute? Oh, Alter. Uff. Außerdem habe ich das nicht gesagt, sondern Sebastian hat das gesagt. Ja. Nur so zur Info. Ja, was, wo? Hast du auch noch? Matt Arken hat gesagt, dass ich ja einen Stream gucken kann, wenn ich den Thomas so selten sehe. Und das stimmt ja gar nicht. Du hast dich ja beschwert, dass du ihn nicht sehen kannst. Ja, aber das ist ja... Also musst du ja den Stream gucken. Der Thomas den Stream natürlich macht, und das ist sehr schön, wenn ich zuschaue, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich ihn physisch vor mir stehen sehe, mit seinem wallenden Haar in der Luft, was sozusagen die Luft in dem Haar herumspielt und so. Ach, jetzt hört er auf. Das klingt irgendwie falsch auf so vielen Ebenen. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was hast denn du jetzt? Ich merke, heute ist wieder der Stream sehr... Ja. Wie ist er denn? Ganz normal? Ja, genau. Hör mal, können wir eigentlich sowas wie Zäune oder sowas herstellen? Also so, weißt du, weil wir haben jetzt ja hier diese hohen Treppen und so, und immer so Zäune, dass du halt zum Beispiel hier diese Brücken entlang laufen kannst, ohne theoretisch runterzufallen. Ich weiß, es gibt keinen Fallschaden, aber ich fände es ästhetisch schöner. Keine Ahnung, ob wir einen Geländer machen können. Was? Ja. Holzonkel. Arken ist halt so ein ist online und so mit offline, das kennt er nicht. Und dieses RL, dieses komische, das ist halt alles. Ich würde gerade sagen, RL ist nicht so seins, ja? Nee, das ist alles so ein bisschen komisch. Die Sawmill ist übrigens gerade ausgegangen, von wegen, sie hat zu wenig mechanische Power. Möglich? Nicht, dass ich irgendwas produzieren würde, ja. Nee, es ist möglich, ja. Okay. Ach so, es ist möglich, ja. Ja. Warte, dann mache ich mal hier. Geht's jetzt wieder? Ja. Yep. Gut. Dann, ich habe jetzt erstmal die Mühle ausgemacht. Da wird jetzt erstmal nur gerade Reismehl produziert, was jetzt nicht so ganz tragisch ist. Weil ich brauche sowieso eher Mehl. Ja, ich baue einfach noch eine Windmühle. Ist kein Problem. Okay, brauchst du dazu Liter Stoff? Ist noch da. Okay. Dann hättest du einen Tennisarm. Matt Arken. Kein Karpaltunnel. Eben. Karpaltunnel ist deutlich eine andere Auswirkung. Da hat meine Arbeitskollegin jetzt über fast ein Jahr gedoktert mit diversesten Ärzten, weil sie auch Handgelenksprobleme hat, mit auch Bewegungseinschränkungen und Schmerzen und sowas. Jetzt haben sie es endlich mal ins MRT geschickt und jetzt erfährt sie, dass er ein Ganglion hat. Also irgend so eine Knochenwucherung. Ja. Also sie jetzt am Freitag durch die Gegend gibt und sagt, ich habe eine Diagnose. Ich dachte mir so, das feiert man jetzt? Ja, das feiert man. Um Gottes Willen, ne? Wenn man so lange im Endeffekt schon dran rumdockt, aber es war so dieses, aha. Ey, ich sag's immer wieder, ich habe lieber, also wenn was mit mir los ist und ich nicht 100% so funktioniere, wie ich eigentlich soll, dann habe ich lieber gerne irgendjemanden, der mir sagt, ja, das ist der Grund und da können wir jetzt das und das dagegen tun, als dass ich die ganze Zeit rumdoktor und jeder sagt, nö, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles, wie es sein soll. Mhm. Ja, warum geht's mir dann so beschissen? So, alles gut. Weißt du? So. Deswegen, ich kann das verstehen. Ja, klar, natürlich kann ich es auch verstehen. Was war halt so witzig, wie sie durch die Gegend gelaufen ist. Ich habe eine Diagnose. Weißt du, ich habe eine Diagnose. Und dann denkst du so, boah. Sie ist wirklich happy durch die Gegend gerannt, hat es jedem dreimal gesagt. Ich dachte so, alles klar. Ah, okay. Das erklärt's, Maria. Ah, okay, du hattest das ausgemacht.
Ja, ich hab mich jetzt gewundert, bei mir oben hat jetzt das Reissymbol geblinkt, rot. Ich dachte so, warum läuft denn das jetzt nicht weiter? Ja, aber genau, das habe ich nur am Rande mitbekommen. Was er damit sagen will, er hört uns nicht zu. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr schwer. Du hast dich gerade leise gemacht, Maria. Hab ich nicht, ich habe mich gestummt und habe über das Headset gesprochen. Ich weiß. Das meinte ich ja mit leise genug. Okay. Achso. Sorry. Also, einen Zaun oder sowas kann ich explizit nicht herstellen. Oder Geländer. Okay, schade. Na gut. Kannst du nur mal gucken, ob du das vielleicht mit Holz selbst bauen kannst? Wenn du Hewn Logs hast oder sowas im Inventar. Ob du das vielleicht mit Hammer selbst rauskriegst. Ich hätte schon sowas wie halt eine Holzmauer oder so. Weißt du? Also wie ich eine Mauer halt sitze, halt als Zaun. Aber immer wenn es nicht geht, geht's nicht. Alles gut. Arken, was ist falsch mit dir? Meinst du, die Optik wäre es halt schick gewesen. Ja, das, ja. Was ist denn los? Er schreibt nur, ich würde es auch feiern, bald abzutreten. Nein? Ja, natürlich. Ich weiß das. Ich kenne deine Diagnose. Trotzdem? Nein? So, ihr hört mich noch, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Nö, aber ich habe dich gestummt, also kann das schon gut sein, dass ich hier... Das stimmt, ja. Ja, das, sorry, der musste sein. Es tut mir leid. Das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Ja, finde ich auch. Ja. So, Moment. Ui. So, ganz nach oben. Storake. Da bist du. Also ich habe langsam echt wieder ein Lagerproblem, Thomas. Ich glaube, ich muss demnächst wieder das nächste Lager okkupieren. Wir haben doch hier unten noch Lager angebaut. Da können wir doch noch welche rüberbauen. Ja, ich wollte es ja nur androhen, damit es dann nicht wieder heißt, ich... Dann musst du dich halt aber auch darum kümmern, das Lager unten noch zu erweitern. Ist doch kein Problem, kannst du ja machen. Gut. Ja. Moment. Ist doch kein Problem. Wollte ich das hier herstellen oder wollte ich das woanders herstellen? Was war das denn jetzt gewesen? So, dann gehen wir jetzt erstmal an die Assembly Line. Mal sehen, was ich mit der machen kann. Da ist er. Was brauchst du? 45 Quadratmeter. Oh, das kriege ich hier oben noch rein. Ja, die ist auch nur minimal groß. Wie geht's? Oh. So. Wild und Solid Ground. Ja, das ist Solid Ground. Alter. Das vielleicht ist es jetzt nicht genug Platz, also ja, nicht genug Support. Vielleicht ist es doch hier eine gewisse Physik. Nee. Ich glaube, es ist nicht breit genug. Das Zimmer hier. Ja, die Mauern sind ja nur halb breit, blockieren aber trotzdem den ganzen Block. Weißt du, das ist wie bei, ich glaube, Minecraft, das ist doch genauso, oder? Die Zäune. Ja. Die Zäune, ich weiß es gerade nicht. Die Zäune zählen als anderthalb und sind aber nur eins hoch. So, mal sehen, ob ich das jetzt da hinkriege, oder? Nee, dann kann es sein, dass es nicht hoch genug ist. Wait a minute. Was ist das für ein Ding? Assembly Line.
Oh, nee, das Ding ist halt einfach echt scheiße breit. Wie breit ist es? Ach du Schande, okay. Alter Schwede. Fünf breit, ne? Fünf. Das ist ein bisschen breit. Ist halt eine Assembly-Line. Ja, richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, was steht hier? 7 mal 6 mal 4. Ach, da siehst du das. Hier unten. Sehr praktisch. Ja, steht überall da. Also bei allen Dingen, die man so machen kann. Da habe ich noch nicht drauf geachtet. Gut zu wissen. Ich auch. Also gut. Habt ihr es echt noch nicht gewusst? Nee. Nee. Okay. Verstehe ich nicht. Was brauchst du? Wow, die Assembly Line braucht keinen Strom und nix. Keine Mechanik? Nö. Praktisch. Ah, das ist gut. Also Maria, wenn du mir helfst, also ich weiß nicht, hast du viel zu tun gerade? Weil ich müsste mich weiterhin um meine ums Eisenzeug kümmern. Was soll ich denn bauen? Na, wenn du hier oben die Etage mal noch fertig machen würdest. Wenn du mir Ziegel machst? Haben wir keine mehr? Ich habe zumindest in letzter Zeit keine gesehen. Ja, ich habe keine angesetzt erstmal, aber haben wir auch keine mehr? Wir haben, glaube ich, nur noch 3-4 Stück oder so. Ja, hier unten sind nur 9 und okay. Alles klar. Dann würde ich mich mal darum kümmern, welche zu machen. Wenn du mir das dann da oben irgendwie ausbauen könntest, dann kann ich... Oh, warte mal. Reiß mir... Nee, das ist jetzt zu heikel, falls wir da noch was brauchen. Ich packe erstmal die Wände hier wieder hin, die ich gerade weggerissen habe, weil ich gucken wollte, ob ich es nicht eventuell doch hinkriege. Sozusagen. Und dann... Wenn ich dir die Arbeitskraft geben kann, kann ich dir auch die Arbeitskraft dafür geben, wenn du mir die Ziegel nur anstellst. Nee, ich mach schon. Also Ziegel mache ich ja, das ist ja meins. Also ich glaube, das kannst du nicht mal. Weiß ich nicht, es war nur ein Angebot. Dann können die hier erstmal weiterarbeiten, sozusagen. Dann bastel ich dir mal welche unten von den Ziegeln und dann kann ich hier gegebenenfalls, dann räume ich dir das. Also willst du ganz nach oben ziehen dann? Ja, na, macht ja Sinn unter Umständen. So, ich guck mal kurz, ja, ob ich klar da hinkommen würde. Ja, ich komme gerade noch hin in die Storages. Also viele habe ich nicht zur Auswahl. Deswegen müsste man dann also wirklich muss ich umziehen. Alles gut. Müssen wir dann gucken, dass du vielleicht die... Musst mir sagen, welches Storage das ist, räumen muss und dann verschiebe ich dir. Also ich sehe Küche 2. Achso. Und Bauerntisch. Bauerntisch 1 und Küche 2. Aber brauchst du jetzt erstmal noch nicht, ne? Außer du planst sowieso was Neues oder so. Dann würde ich mich erstmal darum kümmern. Dann kann ich komplett umziehen, weil dann kann ich das oben alles zusammen machen. Dann habe ich halt eine Etage, wo das quasi so drin ist. Na, machen wir so? Na klar. Gut. Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich hier ein Storage Pile angeschlossen und trotzdem erkennt er den nicht als Storage. Hm? Ach, Storage Chest. Okay, wieso ist da eine... Hä? Wo ist denn hier noch eine leere Kiste? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist. Jetzt geht's. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. War schon immer mein Problem.
Das mit dem Vorteil oder das mit dem Lesen? Mit dem Lesen. Ach so. Boah, Arken, bist du da jetzt nicht gerade wieder im Bett, mehr oder minder? Wenn du Last of Us 2 spielst auf der Playsy? Okay, Sofa. Naja, gut, das ist jetzt, ja. Hat deine Freundin jetzt nicht gerade so ganz viel geschafft? Wenn sie dich aus Bett rauskriegen wollte und jetzt bist du auf dem Sofa. Was jetzt gerade bin ich im PC und hab Stream und Factorio offen. Okay. Ach, dieser Struggle, ne? Du läufst. Wem darf, kann, will, muss, soll ich helfen? Ja. Ja. Wer hätte das nur ahnen können? Naja. Alles gut. Ich mache hier nur mal kurz nochmal Fleisch an und dann bin ich sofort bei dir. Oh, nur ehrlich. Oder Work. Kann ich noch irgendwas verschieben, storage-technisch? Nope. Gut. On my way. So. Ein Thomas wird gesucht. Ist der unten? Mhm. Ja, der ist unten. In seiner Höhle. Essenszeit, super. Bringst du das vorbei? Auf geht's, ne? Weißt du, muss ich mich nicht drum kümmern. Hallo? Ja, ist richtig. Das wäre schön. Ich würde mich auch anmelden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dir was vorbeibringt, ist aber höher als mir. Ja, das stimmt. Ich wohne wahrscheinlich näher. Mhm. So, Thomas, wo bist du jetzt ganz genau? Quasi in der Höhle bei meinem Haus. Ja, ja, aber... Unten oder unten, in der Zwischenetage? Nee, also. Ich glaube, relativ nah an der Oberfläche. Du bist gerade ganz weit weg, Maria. Gut. Also doch. Wenn oben. Du aus dem Haus rauskommst, rechts rum. Die kleine Mine, Höhle. Oder wo? Weißt du wo? Kann ich aus dem Haus kommen? Rechts rum. Ja. Geh aus unserem Gemeinschaftshaus raus. Ja. Dann auf ebenerdig, genau. Ach hier. Ja. Ja, bitteschön. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hier ist ganz viel Clay. Hier müsste ganz viel weg. Da geht's. Na toll. Hm? Warum gehst du denn wieder? Ja, warte mal, ich will doch gerade hier gucken, ob ich das irgendwie sinnvoll steuern kann, das Sortieren. Gut. Das soll doch gar nicht da. Dann nicht. Hm?
Also doch in das Ding rein. Nö, nee, hier in den Ofen. Ja, ja. Das krieg ich hin. Okay. Eine Electronics Assembly haben wir aber nicht zufällig da, oder? Nein, dafür bräuchten wir erstmal Electronics. So lange dauert es noch, bis wir das Fiberglas herstellen können. Oh. So Alter, okay. Ich bin froh, jetzt erstmal hier irgendwie halbwegs Glas und Kram zu haben. Und du so, eigentlich will ich jetzt gleich gerne 5 Stufen noch weiter sein. Warum sind wir da noch nicht? What the fuck? Also ja, Maria, du könntest da unten das ein bisschen, ne, abtüdeln und so. Und dann in den Ofen packen. Rezept ist erstmal da. Das heißt, der müsste jetzt arbeiten können. Was ist das? Das ist das Lager für den Ofen, ne? Ja, da steht direkt für Ofen. Mhm, an dem Stockpile. Gut. Alles klar. Und ich nehme jetzt einfach den Lehm und pack den da rein. Genau. Nimm dir die Karre, weil dann kannst du da hinten schön einmal ordentlich abbauen und. Gut. No? Alles klar. Was soll ich sagen? Als Gott die Geduld verteilt hat, war mir die Schlange zu lang. Habe ich mir gedacht. Für was, irgendwas? Doch, sie hören dich. Nee. Nee, das hat nicht. Also ich höre dich. Nee, ich höre ihn auch wirklich im Headset, weil ich habe ihn angestellt extra. Nee, aber ich nicht. Also ich habe ihn auch angestellt, aber ich höre nicht. Ja, dass du ihn angestellt hast, ja, aber ich meine, ich habe mir eigentlich stumm gestellt, weil ich ihn ja sonst doppelt höre, aber ich höre ihn jetzt über. Er will jetzt irgendwas hinten reinstecken, genau, das habe ich auch gehört. Mhm. Also das hat jetzt Thomas gehört, nur so zur Info, Sebastian. Ja, aber über dich. Ach, über mich. Okay, ja. Entschuldigung. Also ich glaube über dich, weiß ich nicht. Ja. Klang so weit weg, dass ich jetzt angenommen habe, das war über dich. Weil dann kann ich mich nämlich jetzt hier noch ein bisschen um das Eisen kümmern, dass wir wieder mehr Eisen kriegen und du kannst den Clay dort abbauen. So, dann machen wir da oben den Deckel drauf. Also ich höre dich wieder, aber scheinbar die anderen nicht. Nein. So, warte mal. Bist du eventuell dann wieder im Wartebereich? Nö, bist du nicht. Ich habe jetzt nochmal raus und reingezogen. Sag mal was. Jetzt bist du gestummt? Jetzt höre ich dich auch nicht. Du sagst bist gestummt, mal, Sebastian? Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Na, guck mal, jetzt habe ich es mal umgesteckt und alles. Ja, keine Ahnung. Ich darf mich einfach nicht stumm. Deswegen sage ich doch, geh mal rein in die Einstellungen und mach mal Geräuschunterdrückung aus vom Discord. Okay, einen Moment. Das ist der offizielle Fix von Logitech. Das ist das, was wir offiziell bei dem Problem sagen. Mach die Geräuschunterdrückung aus und dann geht's. Thomas, hier ist ein bisschen Eisen, was ich jetzt gerade frei schaufel. Mhm, cool. Warte, die Geräuschunterdrückung. Hier, zack, so. Schon mal jetzt gemacht. Also im Discord und im... Also hast du hier diese G-sonst-was-Dings? Diesen G-Hub von Logitech, den hast du nicht drauf, ne? Doch, ich glaube auch G. Okay, dann da auch. Das soll ich. 105,3. Ich finde jetzt gerade, warum auch immer, erst wieder bei 99,8.
Ja, das hat was damit zu tun. Also ich habe jetzt auch gerade nichts gegessen und war bei 104 oder so. Aber wahrscheinlich hat er dann was, was noch im Magen war, jetzt verdaut. Und damit habe ich jetzt eine andere, ja, weiß ich, Abwechslung oder sowas. Und dann hat er es verbessert, wahrscheinlich. So lange gibt es in dem Spiel Verdauung? Naja, schon immer. Also da steht ja immer dieses hier, das und das ist im Magen. Wenn du auf diesen Kreis gehst, also auf das Tortendiagramm gehst. Wie komme ich denn zu der Geräuschunterdrückung auf dem, beim Headset, beim G-Hub? Du gehst in diesen G-Hub rein und dann... Ja. Ich habe ja nicht das gleiche wie ihr, ich kann jetzt bloß mal gucken, dass ich... Ja, warte mal, ich glaube, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter, warte mal. Akustik. Ah, hier gibt es Signalbereinigung. Wenn du auf Mikrofon gehst, dann hast du da einen Equalizer und danach daneben hast du Signalbereinigung. Jedenfalls ist das bei mir, bei meinem Mikro so. Vielleicht ist das bei dir dann auch. Ich glaube nicht. Ja, dann weiß ich es nicht. Ja, wir gucken mal, ob es jetzt funktioniert einfach. Ja, ja. Ja. Ich bin jetzt bei 81,1. Na, siehst du, vorhin war es bei 77. Schon mal 5 mehr. Klingt doch gut. Apropos, hier hinten hinter meinem Lager zerfallen jetzt auch die Müllsäcke. Das heißt, wir haben gegebenenfalls eventuell bald wieder Kompost. Mhm. Cool. Nice. Brauchten wir das nur für Dünger oder für irgendwas anderes noch? Ich glaube, wir hatten noch gar nicht so richtig rausgefunden, für was wir das brauchen. Na doch, ich da also Dünger, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das dafür nehmen können. Ich schätze mal auch. Für Dünger, ja. Höre ich Maria rollern. Holger, könntest du mir bitte ein Bett, einen Tisch und zwei Stühle herstellen, bitte? Das könnte ich machen. Wo willst du denn das hinstellen, Sebastian? In das Haus, was ich da gerade unter anderem baue. Weißt du, wir kümmern uns hier um Fortschritte, der baut ein Haus. Ich kümmere mich um die Pflanzen gleichzeitig, weißt du? Ich laufe ja eigentlich immer nur mal ab und zu meinem Haus und setze da mal wieder ein bisschen Holz. Ich gehe nachher mal vorbei und guck's mir mal an. Haben wir irgendwo... Dann so eine übelste Villa. Glasfiber irgendwie noch rumstehen? Glasfiber? Plantfiber. Plantfibers. Guck mal in die Nähe von den im ganzen Lager Lagerfeuern. Irgendwo. Da müsste schon irgendwo was sein. Oder im Lager, ja. Ne, Stockpiles, ja. Oder Lagerfeuer, ja. Also Stockpile auf jeden Fall, da habe ich irgendwas gesehen. Einige hundert. Ich denke auch. Jetzt kommen wir hin, dann hat er Sebastian sich dort die übelste Jagdlodge oder sowas hingeschmissen. Also ja, na klar. 500 Quadratmeter und so. Ja.
brauche ich. Das ist nötig. Ich brauche mal so ein. Ich brauche mal ein Bett und sowas. Dann kann ich mich da hier ordentlich hinlegen. Während ich darauf. Während ich zuhöre, wie die Pflanzen wachsen. Mache ich dir ein Wooden Strawbed, oder? Möchtest du was Besseres? Naja, was kannst du alles herstellen? Also jetzt hier an der Carpentry Table jedenfalls erstmal ein Wooden Strawbed. Ja, ansonsten ich glaube, müsste ich an die Sawmill. Ich glaube, dann reicht erstmal ein Wooden Carve. Ja, ich glaube, das reicht, ja. Ich brauche auf jeden Fall noch was von diesen, du hast ja diese Wooden Boards und dann bräuchte ich auch noch für das, was ich da. Habe ich das vergessen? Sorry. Wooden Board Tag und Lumber Tag. Ach, Lumber, ja. Das ist ja nur erstmal eine Probe, Thomas. Du weißt, dass Lumber gar nicht so einfach ist, ne? Das weiß ich nicht, ne? Es ist eigentlich wie immer, ne? Wir ziehen uns hier die Sachen so einzeln aus dem Hintern raus irgendwie und versuchen das irgendwie hinzuknallen, weißt du? Wir sparen uns alles vom Mund ab und Sebastian so, ich brauche jetzt hier mal diese 35 Luxusgegenstände. Die brauche ich jetzt unbedingt, sonst ist mein Haus hier hinten, was ich mir extra geklemmt habe, das gibt mir dann keine XP. Ich sag mal so, wenn ich dieses Haus baue, dann will ich auch eine Couch drin stehen haben. Eine Couch, weißt du, wir haben noch nicht mal ein einzelnes Haus, was wir hier sinnvoll uns einrichten. Gar macht mich wahnsinnig. Du hast also zu wenig zu tun, Sebastian, ja? Nein. Wolltest du das mit ganz dazu ehrlich, sagen, ja? Okay. Nein, es ist zu wenig zu tun. Ich laufe ja immer wieder hin und her. Und also Maria, du hast auf jeden Fall noch was vor, ne, mit ihm. Also du kannst ihm noch bestimmt ein bisschen Arbeit abgeben. Der Kerl langweilt sich, hat er gesagt. Das habe ich gar nicht gesagt. Sicherlich. Ja, so. Also wir wollen ja nicht, dass Sebastian sich schon langweilt. Das ist ja. Ich suche jetzt schon ja wieder eine Möglichkeit, wie ich diesen Königsfarm anbaue. Ab und zu bin ich halt auch mal bei mir zu Hause und baue an dem kleinen Häuschen weiter. Und kleines Häuschen ist das Synonym für Palast. Nein, das ist nicht sehr groß. Sebastian, wir haben. Da willst du dann ein Bett, einen Tisch und zwei Stühle reinstellen. Genau. Genau. Wir haben 25 Quadratmeter Häuser, Sebastian. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Ich habe gar kein Haus mehr, weil ich das weggegeben habe. Stimmt, du hast sogar gar kein Haus mehr, so wirklich. Ich hatte gar keins und habe mir jetzt deshalb wieder eins gebaut. Du hast eins, Stimmt Sebastian. Gar nicht, du hattest eins. Ich habe es mir aber, ich hab's aber abgerissen gehabt. Selber schuld. Ja, können wir doch nichts dafür, dass du dein Haus abreißt. Ja, aber ich dachte mir dann so, dann kann ich mir doch bestimmt ein kleines Häuschen nochmal hinsetzen. Du kannst dir bestimmt ein 25 Quadratmeter Haus kannst du dir bestimmt hinsetzen. Ja, ist es ja fast. Nicht mal 10, Sebastian. Nicht mal 10. Auch nicht mal 5. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir hier sinnvoll ordentlich zusammenarbeiten und die Sachen, ne, auch im Überfluss haben. Damit wir uns sowas machen können. Weil dann wäre es gut, wenn sich jeder sowas dann einfach mal hinstellt. So ein Haus mit, was weiß ich, 100 Quadratmetern, Tier 2 oder 3 oder so, haufenweise Möbel rein, separate Küche und Bad und sonst wie was. Weil dann kriegen wir nämlich ordentlich XP dazu. Es wäre jetzt komisch, wenn einer der aller 14 Tage sich mal hier ins Spiel reingetraut, dann hier irgendwie ein Riesenhaus hat. Ja, ich habe jetzt einfach nur so mir gedacht, okay, ich setze das mir jetzt mal einfach hier oben hin. Also Blendfire, was haben wir? Offenbar keine mehr.
Wollte ich nur sagen. Auch nicht in den, Storage-Dingern? Nee. Da habe ich 74 rausgenommen und die sind weg. Komm mal kurz. So viele. Ansonsten Sichel nehmen und auf geht's. Oder Sense. Ich habe eine. Ich kümmere mich gleich drum. Ja. Cool. Danke dir. Wobei eigentlich der keine Langeweile hat, ne? Der könnte es doch machen. Richtig. Also Sebastian, auf geht's. Du brauchst doch eh für Gathering dein Zeug. Wie ich schon sagte, ich habe eigentlich keine Langeweile, aber gut. Dann kannst du auch kein Haus bauen. Das ist, ab und zu bin ich mal bei mir hier in der Nähe hinten. Dann habe ich mir mal gedacht, gut, wenn ich so oder so hier hinten bin, kann ich ja mal kurz was hinsetzen. Immer mal wieder. Thomas, sicher bitte. Ach so, das war an mich gerichtet. Ja. Okay. Warte. Kommt gleich hoch. Da müssen wir an den Amboss ran. Okay. Da unten nicht. Also da kann ich keinen bauen. Warte mal. Ja, da. Genau, am Amboss. So, 4 Bretter, 4 Eisen. Nee, reparieren. Ach so. Ja, dann hier, das stimmt. Reparieren. Ich dachte richtig bauen, weil du jetzt irgendjemandem noch eine geben wolltest oder so. Entschuldigung. Das ist natürlich auch okay, aber wir haben ja auch eine. Ja, Entschuldigung, das habe ich alles gut. Eigentlich falsch verstanden. Nicht so schlimm. Absturz. Haben wir noch irgendwo anders einen Reparationstisch, außer bei Sebastian? Ja, ich glaube mal, dass es den bei Sebastian auch nicht mehr gibt. Doch, der steht noch außen. Der steht. Achso. Okay. Hat der noch Holz? Da müsste auch noch Holz drin sein. Okay. Super. Ansonsten schaffe ich schon wieder welches hin. Nope. Fenster. Also zumindest nicht das, was ich. Ach doch, warte. Hat's repariert. Entschuldigung. Das sah nur so aus, als ob. Also ich hatte dir deine repariert gehabt schon. Ja, alles gut. Ich habe nur eine Schaufel noch gebraucht. Ach so. Muss ja auch noch repariert werden. Boah! Oh! Balanced Diet Bonus. 49 fucking Prozent. 5,5, 5,6, 5,5, 5,5. Alter Schwede. Ich bin 100% oder fast 100% ausgeglichen gerade. Ja, nice. Das ist auch nice. Aber jetzt wird's wieder schlechter. Weil wir haben ja nichts, womit man das 100%ig jetzt entsprechend ausgleichen kann. Oh, hast du mal wieder was Fleischiges, Maria? Ja, warte, muss ich ins Lager gucken. War auf jeden Fall was produziert. Moment. Oh, ich muss mich entschuldigen. Mhm. Ich habe die 48 Fiber noch im Inventar. Tolle. Uff. Gut, also brauche ich jetzt nicht sofort losstürmen, ja? Nein, alles gut. Und hier oben liegen auch noch 400, 600 Stück drinne. Sag ich doch, das ist. Also ich meine ja nur. Ja. Oben. Okay. Ja, direkt, wenn du hier hochkommst, direkt hier drinne. Gut. Weiß ich Bescheid. Ich war schon gerade so, ich dachte, dass ich irgendwelche gesehen habe. Ja, ich war mir da auch mehr als nur 100%ig sicher. Ich dachte, wir haben die nur außen gelagert, deswegen. Ich wusste nicht, dass wir die drinnen gelagert haben. So, okay. Also Maria, wir haben jetzt erstmal einige Ziegelchen wieder. Kümmere ich mich gleich drum. Wir brauchen bloß noch ein bisschen, das schiebe ich gerade erstmal wieder rein.
Mörtel hat noch gefehlt, damit wir weitermachen können. Warum hast du das hier nicht mehr produziert? Das hatte ich da eigentlich angestellt. Achso, Sebastian, deine Möbel sind übrigens fertig. Gut. Ich soll mir jetzt trotzdem erstmal Fiber. Du hast aber nicht die Sichel, ne? Nur so zu. Ja, lieber so aus Protest. Ich sammle jetzt, weil es hieß, ich habe ja angeblich nichts zu tun, sammle ich jetzt aus Protest weiter Fiber. Naja, was denn? Du hast doch nichts zu tun, oder? Sonst kannst du ja nicht an deinem Haus bauen. Ich könnte ja sonst theoretisch irgendwo noch an meine Felder bestellen. Aber... Ja, dann mach das doch. Wir warten ja hier die ganze Zeit darauf, dass du das tust. Das tue ich doch die gesamte Zeit. Davon haben wir nicht viel mitgekriegt. Ah ja, okay. Ja, oder? Haben wir was davon mitgekriegt? Weil du ja auch immer zu meinen Feldern läufst, sowieso. Ja, aber sonst hast du dich immer gemeldet, hast gesagt, hier, guck mal, Maria, ich hab dir wieder was vorbeigebracht. Ich dachte mir, dass ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen muss. Es lohnt sich zu kommunizieren. Mhm. Kommunikation ist was total Tolles. Komm mal was? Komm mal, ist da. Wo ist denn die Spitzhacke hingekommen? Ja? Jetzt verliert er auch noch Werkzeug. Nicht irgendwo eine überzählige Spitzhacke? Nee, da war, glaube ich, eine immer in der Reparationswerkbank. Ja, ich glaube auch irgendwo lag noch eine. Ach so, entschuldige, die habe ich. Ah. Dann musst du mir jetzt Steine bringen. Sonst kann ich meine Sichel nicht reparieren, bitte. Wieso lebt das Vieh noch? Jetzt? Meine Fresse. Oder du gibst mir ganz kurz die... Ja, ich steck sie dir wieder dort in den Tisch. Dankeschön. Nee, ich steck sie mir hier in die Truhe. Mein Tisch ist jetzt gerade meine Sense. In den kleinen Stockpile habe ich die jetzt gepackt. Sehr gut. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe meinen Bogen reparieren wollen und da war die auf einmal drin und dann habe ich mir es rausgenommen und vergessen wieder reinzutun. Ist doch kein Problem. Ich hatte sowas drinnen gelassen, weil ich mir immer dachte, gut, ein Werkzeug lasse ich jetzt einfach mal drin. Hoffentlich hast du den dabei nicht überspannt. Sonst ein bisschen Ich bin so traurig. So traurig war ich nie. Ich war schon öfters traurig, so traurig, ganz traurig. So richtig, schaurig, traurig. Ja, das sagt er. So schaurig, traurig war ich nie. Nein, so traurig wie noch nie. Alfredo Sokus Quack. Richtig. Ach so. Wir haben es 19:30 Uhr. Ja, und? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau? Oder auf was wolltest du jetzt? Nur ein Zwischenstand. Achso, okay. Ein wildes Sky ist wieder zurückgekommen. Mhm. Juhu! Hat keine Lust mehr, seine Schränke aufzubauen und an Ikea zu verzweifeln. Vielleicht ist er auch nur fertig. Nein. Ach du grüne Neune, du musst jetzt noch arbeiten? Was ist denn das? Eieieiei. Arbeit? Das ist, wenn du deine Hände benutzt, um Dinge zu schaffen. Fürchterlich. Hört sich sehr schwierig an. Das kennst du nicht. Nee. Ich hab jetzt übrigens auch Urlaub. Also noch nicht, aber ab Mittwoch. Mhm. Schön nach der Weihnachtsfeier. Erste Mal hier in Urlaub gehen. Ja. Für 2 Wochen.
Ja, ist auch gut. Cool. Jo. Ich habe jetzt auch erst meine erste Woche weg. Wie viel hast du? 4. Ja. Oh, wer hat arbeitet, darf auch ordentlich Pause machen. Das denke ich auch, ne? Mein Arbeitgeber ist ein Sklavenhalter. Das kann gar nicht sein, sonst dürftest du gar nicht schreiben jetzt gerade. Und jetzt ab an die Arbeit wieder zurück. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Wow, das ist ja... Ich glaube, es geht schon wieder los. Hey, komm, das ist aber heute, ist das harmlos noch. Ist richtig. Das erste Mal. Ja, er hat bislang sehr gut durchgehalten. Na? Das muss man ihm schon mal zugute halten hier. Das stimmt. Ja, langsam gehen jetzt alle meine 100er Einstellungen für irgendwelche Dinge zu Ende. Also jetzt waren gerade die 100 oder 200 Einheiten Eisen sind jetzt gerade fertig geworden. Vorhin waren die Ziegel weg. Das ist immer traurig irgendwie. Ja. Das ist immer traurig, wenn du weißt, oder irgendwie ein bisschen eigenartiges Gefühl, wenn du weißt, du hast davon 200 Stück angestellt und dann ist das auf einmal durch und du denkst dir so, jetzt schon? Mhm. Weil du gefühlt irgendwie hast ja noch gar nichts gemacht in der ganzen Zeit. Also außer, dass man halt einen Berg unterhöhlt hat und solche Scherze. Ja? Du denkst dir so, jetzt schon wieder? Bin hier raus. Ja, gut. So. Danke. Jetzt versteckt sich das Vieh wieder im Stockpile. So ein Scheiß. Stell dir das mal vor, siehst es kauern, wie es hinter irgendwie so einer Kiste in dem Stockpile drin steht. Also deine Werkbank ist höher als 3. Ja. 4. Die Assembly Line ist 7x6x4. Holger, wo finde ich denn die Möbel? Ich bin gerade hier in der Nähe. Hier hinten im Stockpile müssten die drin sein. Du musst nur Kram aus. Dankeschön. Hä? Verstehe ich nicht, was er meint. Reicht dir das oder brauchst du noch was? Nö, reicht das nicht. Ich muss sagen, ich bekomme nur einen Raum. So, wo soll ich denn das ganze gesamte Fiber hinbringen? Nicht alle auf einmal. Ja, ich dachte mir auch gerade so. Das für mich ja sowieso nicht.
braucht es doch meistens nicht, das Fiverr. Wenn, dann braucht es Maria für die, für den Mörtel oder du halt für die Möbel anscheinend. Ja. Aber Maria spricht gerade nicht mit uns. Sky, doch, nein. Tut's hier, aber sie hat sich drei weiter gestoppt. Achso, okay. Sky, nein, die letzten Lorestones in Hellblade habe ich noch nicht wieder gesucht. Das habe ich mir für die Woche noch vorgenommen. Das mache ich dann auf jeden Fall noch und dann. Ja. Machst du aber offline. Ja, das machst du aber offline, oder? Ja. Bleib doch stehen. Geht doch. Quer durch den Kopf. Mhm. So mag ich das. Wird. Yep. Oh, ich habe nur noch 8 Pfeile. Hm. Ja, muss man wieder ein paar machen. Hast du gerade was an deiner Werkbank, Sebastian? Nö. Das ist gut. Bastel ich mal ein paar Pfeile. Mach das, mach das. Ich war heute wieder fleißig. Knapp 80 Pfeile verschossen. Mhm. Also dafür, dass man, dass du eigentlich so kräftig jagst, muss man ja sagen, sieht man fast nichts, dass jetzt irgendwie Tiere aussterben würden. Oder liegt das daran, dass wir die Einstellungen so hochgeschraubt haben, dass die einfach schneller nachwachsen, als wir sie. Ja, aber für Tiere haben wir doch gar nichts umgestellt eigentlich. Was ja, na klar, aber weil, guck mal, wir haben immer wieder Wölfe, Bisons und Elche hier rumlaufen. Diverse, ja, aber jetzt auch nicht so viel. Wir haben sehr, sehr viel, was an Nahrung, was wir machen, geht eigentlich komplett übers Vegetarische hinweg. Okay. Also, das meiste, was wir ja nehmen, sind irgendwie. Was waren das jetzt vor allem? Ja, Tomaten, jetzt hier Mais, die Muffins und so weiter. Da ist ja wirklich das wenigste an Fleisch. Also ab und zu nehmen wir Fleisch wegen den Proteinen, aber gerade wenn wir uns diesen Mais angucken, ne, der hat 6, 7, 6, 9. Der ist also sehr, sehr ausgeglichen. Ja. So. Von daher. Ja. Brauchen wir das relativ selten eigentlich, das Fleisch. Und wie ich Maria verstanden habe, dauert das ja auch halbe Ewigkeiten, bis das quasi zubereitet ist. Ja, so ein bisschen, ja. Na, weil du musst ja erst über den Butcher-Table, dann kriegst du daraus Fleisch, das musst du weiterverarbeiten, dann musst du das wieder woanders hin und dann kommt es irgendwann mal ins Campfire oder Ofen oder sonst wo rein. Ich meine, so ist es ja auch in der Realität. Ne? Also. Das ist wohl wahr. Fleisch zu verarbeiten bis zum Essen ist ja jetzt nur wirklich nichts Einfaches. Es sei denn, man kauft es in der Kaufhalle. Ja, das ist richtig. Ich verstehe sowieso nicht, warum immer so viele jagen gehen und sowas, ne? Oder sich über die Tierstelle aufregen. Man kann doch das Zeug einfach im Laden kaufen. Ne? Verstehe ich nicht. Das Schlimme ist, es gibt ja solche Leute. Es gibt ja wirklich Leute, die so denken. Und du denkst nur so, Alter. Was ist bei euch schiefgelaufen? Das tut ein bisschen weh. Ja, was ist bei euch schiefgelaufen? Möchte man fast weinen. Ja, schon. Oh, ich hatte noch Stockpiles. Oder hatte die jetzt getan?
auch. Hoppla. So. Okay, wie sieht's denn aus? Naja, Glassworking. Ja gut, da geht's ja gerade nicht weiter. Das haben sie irgendwie noch echt. Also das ist ziemlich imbalanced vom Gefühl her. Diese ganze Glasmeisterei sozusagen. Weil du kannst da am Anfang nichts weiter machen als Glas herstellen. Und musst damit erstmal einige Level vorwärts kommen, bis du da irgendwie sinnvoll was weiteres machen kannst. Es war beim Düngen aber genauso, da konnte ich auch erstmal nur diese Füllstoffe herstellen. Das ist echt krank irgendwie, also. So gefühlt. Ich kann jagen, wie viel ich will, ich krieg die Population einfach nicht runter. Manche würden sich darüber freuen. Also, nee, ich meine nur, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, dass ich irgendwie zu viel mache oder sowas. Ich schätze mal, wenn du dann mit mehreren Leuten spielst auf einem Server, dann könnte es gut möglich sein, weil wenn du da auf einmal 6 Leute bist oder 8. Wenn du dann mehrere Jäger hast, auf jeden Fall. Könnte ich mir schon vorstellen, dass du da irgendwann mal aufpassen musst. Aber... Bis dato. Muss noch nicht mal mehrere Jäger sein. Es reicht schon einfach, wenn du mehr Leute bist und dadurch mehr jagen musst, Stell dir mal einen Fulltime-Jäger vor, der die ganze Zeit nichts anderes macht, weil die ganzen Leute halt was futtern wollen. Ja, das stimmt. Ich bin ja nur Halftime-Jäger. Ja. Ach nicht. Ich habe so viel im Englischen zu tun, das ist halt furchtbar. Alleine in einer normalen Arbeitswoche habe ich locker 20 Stunden Gespräche auf Englisch. Alter Schwede. Naja, das ist halt jetzt unser Projekt, unser aktuelles. Dass das jetzt deine zweite Heimatsprache wird, ist schon verständlich in dem Fall. Ja, ich muss da so oft überlegen, wie jetzt ein eigentlich deutscher Begriff da wäre. Deswegen ist bei mir derzeit so viel anglizistisch angehaucht. Das ist eigentlich schlimm, aber ich habe gerade keine wirkliche Idee, wie ich es anders hinkriegen soll, sozusagen. Weil die ganzen Gespräche sind größtenteils auf Englisch, die wir jetzt führen, weil sie eben häufig mit den SAP... Ja, häufig... mit den SAP-Leuten sind, die eben in Amerika sitzen. Dann, weil das Projekt halt eben internationales ist, sind auch viele Dokumentationen, die wir dann schreiben, auf Englisch und so weiter. Wenn sie auch alle verstehen. Naja, klar, es muss ja jeder abgeholt werden, weil jeder dann zum Schluss sagen muss, passt das, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, oder passt das nicht? Muss quasi eine Freigabe dazu geben, ob der Prozess so gemacht werden darf. Naja. Das ist schlimm, ich merke das schon immer, aber ich... Ja. Ich schaff's nicht immer, dann schnell umzudenken. Solange du es noch mitkriegst, ist es alles gut. Also nicht hoffen, mal verloren. Ich kann immer noch ein bisschen Deutsch sprechen. Thomas, wenn du wieder oben bist, kannst du mir meinen Hammer reparieren, bitte? Na, das haben wir doch gleich. Na, wundervoll. Ich bin sofort da. Bald? Ah, nordische Mythologien, ja? Natürlich. Sehr schön. Ich komme. Das reicht, wenn du erscheinst. Ich komme. Du musst dich anmelden. Alles gut. Ich bin da. Super. Bin begeistert. Wo bist du? Der Hammer liegt in der Werkbank. Ach so. Ist erledigt. Merci beaucoup. De nada.
Habe ich jetzt wieder. Nee. Reichen dir die Ziegel eigentlich erstmal oder brauchst du noch mehr, Maria? Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch produziert werden, aber gerade eben war ich fast leer mit den Ziegeln. Also ich werde bestimmt noch welche brauchen. Okay. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie viel du jetzt noch am Produzieren bist. Das ist mir unbekannt. Aber oben das Dach ist bei weitem noch nicht dicht. Oh, ich sehe schon, ja. Okay. Das müssten, ich würde sagen, nochmal 100, 120. Das könnte und, gegebenenfalls reichen. Oh, hier sind noch welche eingelagert. 20 Stück. Ja, ja, ich habe welche zwischengelagert. Das ist ja richtig. Okay. Ich muss ja das Dach auch noch ein bisschen erhöhen. Ich bin ja auf 3 hoch, nicht auf 4 hoch. Mhm. Ja, ich weiß. Gewesen. Das ist doof. Ach, ja, mal 8. Das sind 8 Stacks. Ja, das passt. Gut. So, dann werden wir aber noch ein bisschen Zeugs brauchen. Zeugs. Na, alles Mögliche. Also Clay und Mörtel eventuell auch. Naja, ein bisschen was haben wir noch an Mörtel. Bin ich froh, dass es hier keine Physik wirklich gibt. Mhm. Kein Fallschaden. Mhm. Willst du hier hinten bei den Lagerfeuern nochmal was anstellen, gegebenenfalls? Klar. An Mörtel? Natürlich. Dass wir da einfach nicht warten müssen. Ich hab dir deinen Hammer mal in Storage getan. Das ist sehr lieb. Ja, da liegt, weil ich muss mal kurz selber reparieren hier. Eine gespitzte Hacke. So, wir haben noch 10 Minuten. In 10 Minuten. Vom Flughafen. Wir sehen mal, was da noch reißen können. Vom Flughafen, naja. Der Transit. Von München Hauptbahnhof zum Flughafen. Oh Mann. Was da in ihm gefahren ist, möchte ich mal echt wissen. Oder ja, der nicht. Heilige Geist, ne? Hat er nicht wirklich irgendwie na sag. Jetzt hab ich's vergessen. So ein Scheiß. Alles klar. aber bestimmt. Das hat er bestimmt. Das ist so ein Quatsch. Oh Mann. Denkst du jetzt noch drüber nach? Weil das klappt sowieso nicht. Ja. Nee, lass das klappt sowieso nicht. Einigen mir liegt auf der Zunge, das ist das Problem. Krass, dass es dort so lange liegen bleiben kann. Ja. Uff. Ist mein Speichel zu schwach. Nicht verdaut. Bin aufgespalten. Ach ja. Thomas, hast du meinen Hammer hingepackt? Direkt in den Stockpile, der daneben ist. Thank you.
Irgendwas haben wir jetzt erstmal ein bisschen Holz. Falls wir da was brauchen. Geronimo! Wie bitte? Fühl dich abgeklatscht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde das mit dem Fallschaden voll geil. Ich komme oben raus, mach erstmal irgendwie einen riesen Jump nach unten und das interessiert den gar nicht. Ich schätze mal, dass es irgendwann noch kommt. Ist das noch in der Early, ja, ne? Ich glaube, so ein Stück weit schon, oder? Das ist gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eigentlich schon fertig. Also ich dachte auch, dass es wenigstens die erste Version, also Final Release, die erste müsste es schon durch haben. Ich dachte auch, dass das schon, dass es sagen, schon fertig ist, aber es kommen ja immer wieder Updates raus. Also muss man wirklich sagen an den Entwickler, an die Entwickler besitzen. Da wird ordentlich Content nachgeliefert, immer wieder. Ja. Immer weiter verbessert. War es nicht so, dass jetzt auch irgendwie ein anderes Spiel nochmal richtig Updates bekommen? Satisfactory. Na, das auf jeden Fall, das Update 5, das habe ich gesehen. Ich dachte, was kam damit dazu, wisst du das? Nee, nicht aus dem Kopf. Ich glaube, letztens kam wieder ein Update für 7 Days. Also, es gibt's noch, man arbeitet da immer noch. Stimmt, das dran. War's, genau. 7 Days Alpha 20. Ja, die Alpha 20 genau. Kommt jetzt bald. Da kamen sogar in letzter Zeit relativ viele Updates raus, also immer wieder welche. Es soll wohl sogar ein relativ großes Update gewesen sein mit wahnsinnig, oder mit, was heißt mit wahnsinnig, aber mit sehr vielen Grafiküberarbeitungen und wohl auch sehr vielen Techniküberarbeitungen dahinter. Also auch was Performance und sowas angeht, soll da wohl ein bisschen was gemacht worden sein. Ja, Sky freut sich auch schon, wie ich sehe. Über was? Ja, 7 Days to Die, die Alpha 20. Ach so, ja. Also, ich habe noch nicht reingeguckt, aber... Die ist ja auch noch nicht offiziell. Ach so. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Experimental-Bild. Also die Alpha 20 ist jetzt noch nicht freigegeben. Ah. Dachte ich. Also so hatte ich es zumindest jetzt noch im Kopf. Dass es da ein Experimental-Bild gibt, aber noch keinen freigegebenen. Okay, gut. Sky bestätigt. Der alte 7 Days to Die-Veteran. Ich mag das Spiel, nur bei mir hat es irgendwie ist regelmäßig ausgestiegen. Ich glaube, das Spiel, oder das ist bei euch nicht so auf Gegenseitigkeit beruhend. Mit dem Mögen. Ja, was ich schade finde, weil ich finde es eigentlich ist ein tolles Spiel. Also ein geiles Spiel an sich. Mit coolem Modding-Support und sowas. Schon. Oh ja. Ich hätte da schon Bock drauf, das mal wieder zu zocken, aber... Ich müsste mir dafür einen besseren Rechner holen, das ist Fakt. Anscheinend. Oder irgendwas anderes ist es. Das wissen wir ja noch gar nicht. Also ich für meinen Teil bin mir nicht sicher, ob das jetzt hundertprozentig an deinem Rechner liegt. Das könnte zur Not auch einfach an deinen Einstellungen liegen oder an deiner Netzwerkgeschichte. Okay. Also dass das Internet halt einfach nicht mit den ganzen Aktualisierungen hinterherkam bei dir. Über deine Leitung. Weil warum sollte es sonst alles flüssig laufen und dann auf einmal nicht? Nur bei der beim Blutmond. Ich meine, klar, da sind deutlich mehr Zombies, aber du warst in dem einen Blutmond warst du drin. Da hat er das gar
ne, da musstet ja die Zombies gar nicht rendern, weil du hast sie ja gar nicht gesehen. Ja. Warum soll er da dann Probleme machen? Das verstehe ich dann eigentlich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht können wir es einfach mal wieder ausprobieren. Aus der Versenkung holen, wenn die jetzt neuen Updates rausgehauen haben. Vielleicht haben die da auch wieder was geändert, was die Abstürze verursacht hat. Klar, so. Spricht nichts dagegen. So, also ich würde aber erstmal wieder das. Ich würde erstmal das hier fertig machen wollen. Ja, das ist klar. Weil gerade bei unserem Spielstand, den wir jetzt haben bei Seven Days, da ist jetzt nicht so viel, was noch. Ja, vielleicht müsste man nochmal überlegen, also nochmal gegebenenfalls sogar neu anfangen. Also ich weiß, dass auch einiges am World Generator geändert haben, mit mehr interessanten Welten und anderen Aufbauten von gewissen Städten und so weiter, da haben sie auch ein bisschen was gemacht. Steht zumindest in den Release Notes so drin. Stockpile dazugekommen jetzt. Weil der andere auch schon wieder voll ist. Ach Sebastian, hast du mal nach deinem Reis geguckt? Der ist nämlich auch fertig. Mein Reis? Nein. Warte mal, der ist doch noch mit 6 Stunden. Ist er noch nicht fertig? Nein, 6 Stunden, 15, 45 Minuten, 15 Sekunden. Der ist halt noch aus. Also es ist halt... Ich müsste mal davon. Er meint die Pflanzen. Achso, die Pflanzen meinst du? Ah, so. Ja. Oder meinst du die, das, was ich angemacht habe? Nein, ich meine den Pflanzen. Okay. Okay, gut. Dann, da werde ich jetzt nochmal gucken gehen. Danke, Holger. Ich bin gerade oben und mache weiteren Zucker. Deswegen. So, okay, ja, warte mal, ich wollte euch ja noch was hinstellen, ne? Ich hatte doch noch so eine Windmühle gebaut für das. Ah, fuck. Nee, das war's doch nicht. Stopp, aus, pfui. Böser Junge. Dass ihr weitermachen könnt dort unten und nichts ausmachen müsst. Das mal noch schnell, sonst vergesse ich das bis zum nächsten Mal. Zündelt wieder. Holger zündelt wieder, sag ich. Das klingt doch immer so wie ein Feuerzeug. Ja, Pfeil und Bogen. Ich sorge nur dafür, dass die FPS unten bleiben. Ja, nee, ist richtig. Alles gut. Maria, dein Fleischvorrat quillt bald über. Guck ich mir gleich mal an. Danke. Bitte. So. Ja, also ich brauche noch einige Ziegel, Thomas. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen... Mal kurz auf. Ich habe noch so ein bisschen Mechanik angestellt, das sollte jetzt alles kein Stress sein. Also ich habe hier noch ich habe jetzt auch die Mill wieder angestellt unten im Haus. Also die läuft, die Säge sehr läuft gut. Auch. Danke. Müsst doch mal sagen, sonst pflanzen wir hier halt noch eine Windmühle hin.
Oh, irgendwas kitzelt gerade. Irgendwas ist hier gerade. Gut, dann ist es nicht nur bei mir. Nö. Ist das Sebastian? Ja, das ist Sebastian. Ich habe nochmal leise gemacht bei mir. Au. Ja. Langsam ist es nervig, ja. Was ist das denn? Ich habe nochmal rausgezogen. Danke. Das ist Sebastian? Ja. Ich muss sein Headset außen wieder an. Ich habe auch nicht, worin es gelegen deswegen hat. Deswegen habe ich in irgendeiner Nähe von einem Stromköller. Deswegen habe ich ihn rausgezogen, weil ich wusste, dass du ihm das Bescheid sagen kannst. Und wenn er es gemacht hat, sag gegebenenfalls nochmal Bescheid, dann ziehe ich ihn wieder rein zu uns. Warum? Ja, ja. Ich habe jetzt mal das Headset außen wieder angestellt. Und hab's mal weggenommen, aber da, wo es lag, ist eigentlich kein Handy oder irgendein Kabel gewesen. Das war auch was ganz anderes, weil wir haben ihn ja nicht gehört. Sonst würdest du ihn wenigstens noch hören. Stimmt. Oder sowas. Hm. Aber also einfach Bescheid, dann schiebe ich den wieder rein. Mhm. Beziehungsweise so, eigentlich ist es jetzt eh um 8. Wollte ich gerade fragen. Macht ihr jetzt noch weiter oder ich würde mich jetzt sonst verabschieden? Sonst haben wir ja eigentlich. So, Moment, Thomas, kannst du ihn wieder reinziehen? Kann ich? Also, das müsste man die Warte-Dings und dann. Ja, ich hatte oder? Ja. Nein. Nein. Au, nein. Nein. Sind wir noch. Also, er macht nichts, aber irgendwas stört massivst. Keine Ahnung. Naja, ja. Wir wollen ja sowieso Schluss machen. Genau. Machen wir so. Dann. Ja. Ich weiß nicht, eventuell würde ich noch mal ein bisschen hier Eisen farmen oder sowas in der nächsten Zeit. Mal gucken, dass wir da wieder was haben fürs nächste Mal, weil das einfach ewig dauert und behindert irgendwie. Mhm. Also uns dabei behindert, hier vorwärts zu kommen. Und ein bisschen was hast du ja hier noch in Kiste und sowas zum Essen. Daher. Ja, ja, ich bin fleißig am Produzieren. Ich kann jetzt gleich nochmal oben in die Kisten gucken und das, was alles fertig ist, mal noch hochbringen. Ja, runter, so. Ja. Nee, von daher. Na. Dann beenden wir das Ganze doch erstmal. Dann sagen wir mal in die Aufnahme Tschüssikowski. Ja, macht's gut. Cheerio. Tschüss.